Das ist Mike, 111. Greg, Mike. So. Moin, Leute, herzlich willkommen zum Tarkov TV Podcast. Das ist endlich wieder soweit nach langer Zeit. Ist Tarkov wieder online? Wir erwarten heute viele News zu dem Tarkov Podcast heute. Zu dem Tarkov TV kommt auch zusätzlich eine Game Show heute Abend um 21 Uhr, also ein paar Stunden später. Wir werden sehen, ob sie irgendwas dazu sagen, ob irgendwas ein Doppel-Announcement da ist oder so. Es gab mega viele Gerüchte zu letzter Woche Freitag. Also unglaublich viel Spekulation. Kurz daraufhin wurde die Tarkov Arena präsentiert und freigegeben, der Trailer, und angekündigt für Herbst 2022. Wir wissen, dass Tarkov ursprünglich Ende 2022 released werden sollte, nach ganz, ganz, ganz altem Plan. Und so wie es aussieht, sind sie auf der Spur. Sie sind online. Also sie sind sozusagen. Is the corpse of wisdom. Sie sind sozusagen. Willkommen, Pathfinder-08. Pathfinder, vielen Dank für den Follow. Vielen Dank. Sie sind sozusagen auf Kurs. Und deswegen bin ich mega gespannt. Mega gespannt, was die Jungs und Mädels heute zu sagen haben. Und wir heißen der Mirka an dieser Stelle erstmal herzlichst willkommen. Moin, der Mirka, bester Mann. Moin. Sami, vielen Dank. Dankeschön. Also wer diese Person nicht kennen sollte, ne? Das ist der Mirka. Bester Mann. Moin, Chris. Und Puma, mein Puma. Okay, da hat jemand die Sprachen, Escape from Tarkov hat die Podcast-Übersetzungen getweetet. Wundert mich gerade. Hey, was ist das denn für ein Tweet? Es gibt, ich habe gar nichts geplant, das war jetzt, ich habe gar nichts announced. Und da ist er, unser Chef. Willkommen, Nikita, an dieser Stelle. Der Wodka geht schon los. Also ich habe mir heute was vorbereitet. Seid mir nicht böse um die Art. Es ist heute ausnahmsweise kein Wodka. Ich hatte heute eine lange Arbeit. Check. Musiko. Ich hatte einen langen Arbeitstag. Normalerweise trinke ich mit Wodka mit den Jungs. Shut down. Heute bleiben wir beim Bier. Wir machen es потише просто. Так, немножко. Так, auf eine Moschka. Hello an alle, sagt Nikita. Once again, we here on the Tarkov TV Live. Wir sind einmal mehr auf dem Tarkov TV Podcast. I'm your very special boy, Nikita. Ich bin euer spezieller Junge für heute Abend, und hier ist der zweite wichtige Junge für heute Abend. Today is a special day. Heute ist ein ganz besonderer Tag. Wir werden euch neue Sachen sagen über den neuen Patch. Опять вот почему-то, когда долго не говорю, начинаю как говорить, как из этих боевиков злодей русский. I'm from Russia. Okay. Okay, ich bin von Russland. Okay. Ich bin auch von Russland. Okay. Exactly. Okay, genau. So. Nikita, ein bisschen nervös. Ich bin auch nervös. What to jump begin? Also, womit sollen wir beginnen? We jump again with something. Also, wir fangen mit irgendwas wipe. An. When wipe? Vibe. Wir fangen mit einem Vibe an. Wann ist der Vibe? Da. Da. In 10 seconds. In 10 Sekunden. Guns, Vibe. People Vibe. Just interested in only one thing. Die Leute interessiert nur eine Sache. Wann ist der Vibe? Wann kommt der Vibe? Vibe. Alles, was die Leute interessiert, ist der Vibe. Они уже, в принципе, все догадываются об этом, что будет Vibe. Ну, как бы да. По логике, да. Но, а вдруг нет? Такое может быть. Типа, ха, прикол. Ну да. Короче, окей. Okay. Today... окей, okay. First of all. For those who just hear also, the drops. Für alle, die heute wegen den Drops sind. Actually, wir haben heute keine Drops. They will pop up on heute the screen. Keine Drops. You need to enter them, on the site, wir haben aber Codes für euch. Die werden immer wieder mal auf der Seite erscheinen. Und werden euch spezielle Geschenke geben. Right now, so leider haben wir momentan ein paar Funktionen, weniger Funktionsmöglichkeiten sozusagen für die Drops. Und deswegen heute leider keine Drops. Aber 5 Pakete.
Pakete werden euch erwarten. Also zählt die Pakete. Ihr werdet 5 Pakete bekommen. Ist das gut oder ist das nicht so gut? Leute, für diejenigen, die jetzt immer noch nach dem Vibe fragen. Es wird einen Vibe geben mit dem Patch. Wann ist der Patch? Wir wissen es noch nicht. Es ist fast fertig. Lass uns noch ein bisschen warten. Lass uns noch ein bisschen warten bis zum Pre-Vibe-Event. Lass uns nicht durchdrehen. Lass uns Nerven behalten. Es ist jetzt einfach nicht das Thema hier, nur über den Vibe zu reden. Also das ist das Thema jetzt zum Vibe. Fangen wir jetzt bitte mit dem ersten Thema an. Работает. О, it's working. So, funktioniert. So, go ahead, activate this code and receive. Hier ist der erste Code. In the game, of course. Hier kriegt ihr den ersten Code. Aktiviert den Code. Website down. Auf der Webseite. Oh, die Webseite geht gerade nicht. Webseite ist down. Ihr habt die Webseite kaputt gemacht. Ich kann nichts dafür. Ihr seid schuld. Aber schreibt euch den Code auf. Code Nummer 1. Lighthouse 2022 ist Code Nummer 1. Aber wir können aktivieren Code über den Launcher. Wir können auch. Er spricht zwar gerade auf Russisch, aber okay, ich glaube, er regt sich gerade über den Launcher auf. Okay, lass uns ein bisschen warten, bis die Seite wieder verfügbar ist. Versucht nochmal neu zu starten. Das wird sicher gleich wieder gehen. Seid nicht zu sehr. Ich weiß nicht, wie ich es im Englischen sagen soll. Aber seid bitte nicht so. Ich zeig euch den Code jetzt nochmal. Oh, also dieser Code wird nur während des Streams aktiv sein. Das heißt, ihr müsst das jetzt eingeben. Der Stream wird ungefähr 1,5 Stunden dauern, ungefähr plus minus. Also, es tut mir leid, dass die Seite jetzt gerade sofort down gegangen ist durch die Überlastung. Aber versucht es einfach nochmal. Versucht mal neu zu aktualisieren. So, wir fangen an mit dem. Ich muss gerade selber den Code einlösen. Geht auf die Homepage von Escape from Tarkov. Loggt euch da ein. Und geht dann auf Redeem Code. Tarkov-Seite. Hier war der Code. Lighthouse 2022. Danke, Reptex. Also, wir werden über viele Sachen reden. Wir werden auch über die Arena sprechen. Es ist auf jeden Fall ein guter Tag heute, um heute damit anzufangen und heute darüber zu sprechen. Ich hab viele Fragen von euch zur Arena. Darauf werden wir heute eingehen. Es wird ein DLC. Und ich denke, wir werden heute den Großteil der Fragen beantworten können. Wir gucken uns mal den Trailer an, den Teaser. Und wir machen dann weiter mit euren Fragen, die jetzt speziell auch für Arena aufgekommen sind. Jetzt hat er sich gerade stumm gemacht. Also, ich sage mal gerade ganz schnell die Seite, um die es geht. Das hier ist die Escape from Tarkov-Seite, okay? Hier müsst ihr euch in euer Profil einloggen und da könnt ihr es freigeben, den Code eingeben. escapefromtarkov.com. Ich musste gerade 5-mal draufdrücken, bis die Seite ging. Die ist wirklich stark überlastet, da ist gerade jeder drin. So, Battlestate Games spielt gerade den Trailer ab. Die haben aber den Sound ausgemacht. Mal gucken, wann sie das merken. So lange würde ich sagen, nutzen wir die Zeit und geben den Code ein. Trailer kennt ihr ja wahrscheinlich sowieso schon alle. Wer Infos haben will über Tarkov, über Tarkov Arena, Ausrufezeichen Arena, da haben wir alles zusammengefasst, was wir bis jetzt wissen. Jetzt kommt der Sound. There is no sound, I will like do the sound for you. Oh, вперед, ребята! Er macht jetzt selber den Sound. Задайте жару! Граната! А у нас первая кровь, ребята! Водку в туалете, ребята! Водка в туалете, ребята! А darauf einen Wodka erstmal, sagt er. Ура! Короче, коробки летят. Ай, блядь, нога!
Бабах! Там этот трейлер вырежет. Промокод. Промокод. Окей, найс. Найс, very nice. Так, переход. А как его заново? Die haben schon ein bisschen Wodka vorgeglüht, glaube ich. Stream PC Sound. Он если Jungs не проигрывается. Вот как мне? Ihr müsst geduldig sein mit dem Promocode, weil die Seite ist maximal belastet. Okay. Questions. Okay, Fragen. Give me a couple of seconds. Gib mir ein paar Sekunden. Я же, конечно, подготовился. Да, я подготовился. Die Seite ist komplett down. Mahlzeit, How can players participate in the arena closed beta? Wie können Spieler an der Closed Beta teilnehmen? Von Arena. Specific, like, test for this. Es wird einen speziellen Test geben für die Tarkov Arena und wir werden die aktivsten ETS-Tester sammeln und denen Zugang geben. Wir werden noch andere Einladungen raushauen. Es wird noch, also die meisten Tester werden aber ETS-Tester werden, die sich bereits in der ETS-Phase bewiesen haben. With the release of the arena, will the EOD edition remain on sale? Wird die EOD-Edition auf Sale bleiben, günstig bleiben? The EOD version will be removed right after the full release of the game. Die EOD-Version wird entfernt, sobald das Spiel released wird. Bis dahin bleibt es so, wie es ist. Wie viel wird Arena kosten? Wir wissen noch nicht ganz genau. Es wird nicht zu viel kosten. Also es wird nicht teuer sein, 100%. Wird Arena ein separates Spiel sein, für die, die Tarkov bereits gekauft haben? Ja, es wird ein separates Spiel sein, aber ihr werdet die Möglichkeit haben, wenn ihr verknüpft habt, die beiden Spiele, schnell hin und her zu switchen, von Tarkov in die Arena. Werdet ihr die Möglichkeit haben, werden wir die Möglichkeit haben, zusammen zu spielen, überall? Ja. Alles verknüpft, alles miteinander kombinierbar. Wie viele Maps wird es geben in der Arena? Es wird viele Maps geben. Ich denke, zum Start der Arena werden wir ungefähr 5 bis 6 Maps haben. Es wird kleine Maps sein und vielleicht 1 bis 2 mittlere Maps. Aber mit dem Start der Testphase, also mit dem Start der Beta, wird es 2 bis 3 Maps geben, 2, 3 kleine Arena-Maps. Die Bereiche werden erweitert und es werden noch viel dazukommen, viele Maps. Viele Bereiche, viele neue Locations. In der Zukunft auch alte Maps werden im Laufe der Zeit verbessert werden und neue Bereiche dazu bekommen. Will there be only indoor hangar type maps in the arena or will there will be locations outside with different weather types? Yes, there will be outside. Wird es verschiedene Wettermomente geben in der Arena? Ja, wird es. Außerhalb der Arena wird man verschiedene Wetterphänomene sehen. Sommer, Winter, Regen, wird alles kommen. How many teams will be able to participate in the single match? Wie viele Teams werden in einem Spiel teilnehmen können? Zwei Teams. Zwei Teams werden maximal spielen können. Will it be possible to select a specific opponent team? Wird es Möglichkeit geben, einen bestimmten Gegner rauszusuchen, einen Gegner seiner Wahl zu finden und gegen die zu spielen? Es wird Custom Games geben. Da werdet ihr die Möglichkeit haben, gegen eure Freunde zu spielen, die Teams einzuladen. Das ist da kein Problem. Aber nur in Custom Games. What will be the ping limit for the arena? I don't know. What tick rate will arena have? It will be much bigger than the current servers for the EFT. Welchen Aufwand würdest du sagen, das Spiel haben mit der Serverstruktur und so weiter und so fort? Es wird einen, also wir wissen ja schon, die Serverstrukturen werden komplett neu gemacht und der Aufwand ist sehr, sehr, sehr groß. Was ist mit den Quests in der Tarkov Arena? Wird es irgendein Quest-System geben? Es wird kein Quest-System geben, aber ihr werdet, wenn ihr das Hauptspiel habt, in der Lage sein, Quests zu bekommen für das Hauptspiel und die im Hauptspiel zu machen, aber freizuschalten über die Tarkov Arena. Wird es Nacht-Maps geben? Ja. Wie wird das Spiel strukturiert sein?
Wird man eher einen Timer abwarten oder wird man eher einen Ausgang finden oder nur das Gegnerteam töten müssen? Wir werden sehen, das wird ganz einfach. Du wirst Zeit haben, du wirst den Sprecher haben im Hintergrund, der die ganze Zeit sagen wird, auch was du tun sollst und wie der Stand ist. Zum Beispiel, wenn es noch nicht Zeit ist zu kämpfen, wenn der Host sich noch vorbereitet, wenn er ein Mitspieler ausspringt sozusagen und nicht mehr mitmachen will oder solche Sachen. Das wird alles announced. Ihr werdet immer informiert sein über den aktuellen Stand in der Arena während der Runde. Moin, Ari. Der Promocode ist Lighthouse 2022. Will there be a secure container available in the arena? No. Wird es einen Secure Container geben in der Arena? Nein. On the specific locations it will be some kind of points of interest or with the wird es so spezielle Fokuspunkte geben? Ja, es wird Punkte geben, wo man Waffen finden kann. Bestimmte Areale werden irgendwelche Bedeutungen haben, wo man Items finden kann. Ja, wird es geben. Wird es einen Fly-Mode geben? Also wo man sozusagen über die Map drüber schauen kann? Nein, wird es nicht geben. Wird es auf Steam released? Tag of Arena auf Steam? Er sagt, weiß er nicht genau, aber wahrscheinlich ja. Wenn wir Custom-Matches machen können, zum Beispiel Pistolen, nur mit Pistolen kämpfen oder nur Nahkampf. Ja, wird möglich sein. Ihr werdet eure Custom-Games machen können, ihr werdet da alles designen können, einstellen können, eure Parameter definieren können. Also eine sehr große Einstellungsmöglichkeit, Customization-Möglichkeit für euch, für eure eigene Arena. Was gibt's bei einem Code? Wir wissen nicht. Einfach einlösen. In terms of mechanics, will players have an ability to make PMC die from a single shot or other crazy mechanics? Werden Spieler auch durch einen Schuss sterben können? Oder werden nur Lebenspunkte abgezogen? Bei Tarkov Arena wird 1:1 die Physik aus Escape from Tarkov übernommen werden. 1:1. Das Gunfight, die Lebenspunkte, die Kills. Headshots, es wird keinen anderen magischen Game Mode geben, wo du sozusagen instant mit einem Schuss stirbst in den Bauch oder sowas. Also, oder irgendwas, was sozusagen von diesem Realismus abweicht, den wir in Tarkov haben. Es wird 100% gleich sein. Wird es irgendwas Call of Duty-mäßiges geben? In dieser Richtung. Also, ihr werdet sehen. Also, wenn ihr das Spiel habt, werdet ihr die Möglichkeit haben, komplette Sets auszuwählen, komplette Loadouts zu wählen. Es wird verschiedene von diesen Loadouts geben. Je weiter ihr den Progress habt, je weiter ihr rankt, desto mehr Loadouts gibt es, die ihr freischalten könnt. Und ihr habt die Möglichkeit, wenn ihr die Original Escape from Tarkov-Version benutzt, euren Hauptcharakter zu nutzen und den auch in der Arena zu spielen und mit ihm in der Arena zu kämpfen. Will there be a PvE mode? Wird es einen PvE-Modus geben, und in dem man vielleicht gegen Gegnerhorden kämpfen kann? Ja. Und wird es noch andere Modi geben? Ja, wird es. Also ich weiß, Leute, ihr habt noch sehr, sehr viele andere Fragen zur Tarkov Arena. Aber das sind erstmal die wichtigsten Fragen von euch. Wir werden jetzt erstmal mit dem nächsten Thema starten. Wenn noch Fragen sind, werden wir nachher vielleicht nochmal darauf eingehen. Wenn wir noch mehr zu zeigen haben von der Arena, wenn wir noch mehr Material haben, wenn wir nochmal ein Q&A machen, also so ein Question and Answer, so ein Interview, da werden wir nochmal viel, viel erzählen. Aber das reicht jetzt erstmal. Jetzt kommt erstmal ein anderes Thema und ich möchte euch jetzt etwas Neues zeigen. So, another thing. So, noch was ganz anderes. Gibt ein MP7 mit APS-X und A18, habt ihr gehört? Danke dir, Spox. Also Leute, heute ist das Summer Game Festival. Wir werden euch heute etwas Neues zeigen auf dem Summer Games Festival. Das, was heute Abend gezeigt wird, werden wir werden wir euch Promotional thing that just before this. So don't wait
for something special. Werden wir euch jetzt zeigen. Also es gab Probleme wohl mit dem Übertragen des Videos, mit dem Übertragen der des Trailers. Also Leute, wartet gar nicht mal darauf, dass ihr bei der Summer Game Show heute was Besonderes sehen werdet. Es hat nicht funktioniert, warum auch immer. Wir werden es euch selber zeigen, was heute eigentlich auf dem Summer Games Festival gezeigt werden sollte. Was Streets of Tarkov angeht, wir sind schon ziemlich weit. Es ist noch viel zu tun. Wir können momentan, also es gibt momentan noch sozusagen Performance-Optimierungsarbeit zu tun. Wir können momentan noch nicht so mit dem System arbeiten, wie wir es wollen. Also da fehlt noch ein bisschen Arbeit. Wir wollen die erste Iteration bald rausbringen und wir wollen auch nicht zu lange damit warten. Im Endeffekt ist dieses ganze Streets of Tarkov eines der komplexesten Projekte in der Geschichte der Spielewelt. Von unserer Sicht aus ein unglaubliches Projekt, dass wir das machen auch noch. Und es ist wirklich fordernd und wirklich komplex. Es ist wirklich hart für uns, das durchzuziehen und da am Ball zu bleiben. Aber wir geben alles dran. Danke, Alexander. Und die dritte Sache ist, ich habe das am Anfang schon mal kurz erwähnt, des Podcasts. Der Patch ist fast fertig. Wir sind kurz vor Freigabe. Wir müssen noch ein bisschen warten, nicht mehr lange. Okay, ich zeige euch jetzt was von diesem Patch. Wir zeigen euch jetzt was. Senor, Documentos. Mein Code wurde erfolgreich aktiviert, guck mal. Code wurde erfolgreich aktiviert. Einfach ein paar Mal probieren, bei mir hat es gerade geklappt. Mein Code ist gerade übertragen. Bleibt einfach am Ball, immer wieder eingeben. Der erste Code ist Lighthouse 2022. Einfach hier eingeben, Promocode aktivieren. Und dann kriegt ihr eine MP7, eine APS-X und einen 18 Rig für den ersten Code. Es sollen 5 Codes kommen, also werden wir noch 4 bekommen ab jetzt. Bin ja gespannt, was da noch alles drinsteckt. Wer ist denn der Code? Lighthouse 2022. Okay, we'll show you. Das waren die alten Codes? Das war der erste, Gizi. Moin, Gizi. Das war der erste. Noch kein zweiter gekommen bis jetzt. Man bekommt direkt die Endgame-Sachen. Nice. Nice Boost. Die Seite geht jetzt wieder. Es wollten alle gleichzeitig da rein. Wie viele Leute sind hier im Podcast gerade? 52.000 Leute. What? 52.000 Leute einfach mal in einem Tag auf TV-Podcast. Ja, moin. Der Code funktioniert nicht, sagt er. Wir kommen nicht rein. Macht Inertia raus. Alice ist gerade im Chat vor, ist ein bisschen genervt. Sind die Codes schon abgelaufen? Nein, die Codes sind aktiv bis Ende des Podcasts. Also anderthalb Stunden habt ihr Zeit. Nikita meinte, der Podcast geht circa anderthalb Stunden. Danach sind sie nicht mehr gültig. Okay, we changed the initial clothes. So, machen wir Vollbild für euch. So the basic weapons were remodeled. Also, wir haben alles ein bisschen verändert. Basismodelle der Waffen, vom USAC wurde ein bisschen angepasst. Sieht alles ein bisschen anders aus, wie er die Waffe hält und die Animationen hier. Die Basismodelle. Und ein Paketverlust. Komm ich mal auf die Seite. Ja, ist überlastet. Immer wieder neu probieren. Jetzt bitte einmal nicht hingucken, sagt Nikita, das ist eigentlich nicht für eure Augen bestimmt, sagt er. Damirka EA. Der Name von Damirka. Damirka EA. Level 42. GG's. Damirka hat viel gespielt. So, zeigen Sie uns Lighthouse. Da ist Lighthouse, die Lighthouse-Map. Er klickt gerade drauf. Geht drauf, 14 Uhr mittags. Jetzt auf Englisch gestellt, seinen Escape from Tarkov. Cool. Cool. Nicht auf Russisch, auf Englisch. Krass. Für uns extra wahrscheinlich heute. Danke für deine Biddies, Raiking. Vielen Dank. G36 on the back. G36 on the back. Krass. Wie ist der Code? Lighthouse 2022.
Erste Code Lighthouse 2022. Offline Coop wird erst kommen bei Release, hat er mehrfach gesagt, wie du in vielen Podcasts schon. Es wird kein Offline Coop kommen bis zum Release. Also würde mich sehr stark wundern, wenn er davon, alles was er bis jetzt gesagt hat, ist so eingetreten, wie er es gesagt hat, Fido. Würde mich wundern, wenn er von seinem Plan abweichen würde. So, Leute, wir zeigen euch einmal das komplette Lineup von der G36-Familie. Und von noch vielen, viele Versionen haben wir hier für euch zum Zeigen von der G36. Und wir haben ja diese Shotgun. Also, man kann sie auf halbautomatisch umstellen oder auf Einzelschussfeuer. Hier ist ein Schuss. Oh, das ruckelt mega. Nikita. Ah, jetzt geht's wieder, jetzt geht's wieder, jetzt geht's wieder. This is it. Yeah, it was a high performance mode. Wir waren gerade im High Performance Modus, deswegen hat's geruckelt. А ты где находишься вообще? Ну прямо вот на главной дороге. Ну тебе нужно бежать назад, вон туда к маяку. Маяку хочешь? Да. Давай. Почему лагает все, не понимаю. Das erste, Karl. Lighthouse 2022. Я не понимаю, вообще что за фигня. Stand da gerade Coop Mode? Das habe ich nicht gesehen. Да короче, на самом деле, вот это меня вообще не устраивает такой показ. Moin Don Primo. Там все обязательно все слышат. Gullerik, moin. Еще раз такая будет фигня. Für die neu dazugekommen sind gerade, Lighthouse 2022, erster Promocode könnt ihr auf der Tarkov-Seite einlösen. Nikita zeigt gerade die Shotgun und will danach ein paar Bilder zeigen von der G36 und zwar verschiedene Versionen von der G36. Lighthouse Expansion. And, so, wir werden jetzt rüber switchen zur neuen, zum neuen Bereich der Lighthouse-Karte, zur Lighthouse Expansion. Let's go! Auf geht's. Zeigen Sie uns, der Mirka. Kein Command dafür. Boah, ich bin voll beschäftigt mit Übersetzen, Gizi. Wenn ich jetzt noch irgendwelche Commands programmieren müsste. So, hier sehen wir den Leuchtturm. Das ist die... As in real life, those sites are horrible. Also auch, also diese Sites, die wir drauf haben, sind einfach schrecklich. Und es ist so, dass sie auch im Real Life schrecklich sind. Also die sind genauso wie im Real Life. Wo ist der Mod? Ich habe nicht so oft Mods hier. Sorry. Oh, moin Recki, grüße dich. Wunderschönsten guten. Du hast mehr Mods als ich, Gizi. Muss mal welche abgeben. Guys, another code will be just before, right just after we will show you the expansion. Also wir werden euch die Erweiterung jetzt zeigen und nachdem wir euch die Erweiterung gezeigt haben, werden wir euch den nächsten Code geben für die Items, die ihr kostenlos dann kriegen könnt. Also nächster Code nachdem wir euch die Erweiterung hier gezeigt haben. This update will have a pretty big amount of new weapons. Dieses Update wird jede Menge neue Waffen bekommen. As far as I know, we will not show you all the weapons. Soweit ich weiß, werden wir euch heute jetzt nicht alle Waffen zeigen. Es werden ein paar Überraschungen bleiben. Aber wir werden euch jede Menge zeigen. It will also have like the gear, the clothing and everything. Wir haben auch neue Klamotten für euch, ein paar Ausrüstungsgegenstände, also vieles, was wir euch zeigen können. Oh, moin, Hamon. Was macht er da? Was macht der Mirka da? Nikita regt sich schon auf. Eigentlich wollte er uns den neuen Bereich zeigen am Leuchtturm, aber irgendwie. Ach, der hat Skeps reingeladen. Ich sag, er wird sterben, er wird uns Lighthouse nicht zeigen. Nein, warum macht er denn die Scavs auch noch rein? Oh nein, auch noch mit diesem Scope. Oh mein Gott. Digis. Digis. Ich weiß noch, wo er im letzten Podcast uns zeigen wollte, Tagila zeigen wollte, ne?
5-mal gegen Tangela, 6-mal, er ist jedes Mal gestorben. Im einen leichten Modus, ne? Und beim letzten Mal hat er ihn besiegt und wir sind alle durchgedreht. Oh mein Gott, Damirka, Tangela. Und er hat ihn wirklich besiegt. Wir waren so stolz auf ihn. Richtig gute Aktion. Ich frage mich, ihr werdet so, mit gebrochenem Bein um alles, wie will er jetzt so zum Leuchtturm gehen? Und wenn er uns jetzt einen Leuchtturm zeigt, dann haben wir noch ein verschwommenes Bild. As you can see, we have a special slots thing. Also wie ihr seht, haben wir spezielle Slots. Neue Special Slots für die neuen speziellen Items. Das werden Slots sein, die nicht lootbar sein werden. Die sind gesichert. Und ihr könnt nur ganz spezielle Items reinlegen. Zum Beispiel ein Rangefinder, Entfernungsmesser, ein Funkgerät. Das sind Items, die wir in Zukunft reinlegen können. Das ist die G36C. This is it. Damirko just can't play our game. Mein we Puppe. Wanted to show you Lighthouse expansion, but he just can't move. So I'm sorry, we will not show you the Lighthouse expansion. So, aufgrund von technischen Problemen und Damirkas Leistung werden wir euch leider heute nicht die Lighthouse expansion zeigen können. Okay, wir gehen weiter zum nächsten Thema. Okay, wir werden es euch nochmal versuchen. Let's have the second code. Okay, lass erst den zweiten Code raushauen und dann versuchen wir nochmal, euch die Lighthouse Expansion zu zeigen. Erst den zweiten Code. Für die Nerven. Moin, Amun. G36C. Das C steht für Compact, also kleiner, oder? Ja, das kann gut sein, ja? Ja. Questmarker auch, vielleicht auch Questmarker, Don Primo. Pro Gamer. FAM, Deathbreaker. Я не буду напоминать второй код, я буду второй код давать. Окей, все, я даю второй код. So, here you go, the second code. Zweiter Code, Leute, zweiter Code. Geben Sie. Just to remind you. The goons are ready. You need to enter it on the site, on the VR launcher. The goons. Activate promo code and you'll receive. Are. The special package. Ready. The goons are ready, zweiter Code. The goons are ready, let's go. Да, только ты ботов убери на этот раз. Возьми что-нибудь другое тогда. Okay, er lädt mega lange. Ich glaube, wartet lieber 10 Minuten mit dem Code. Also bei mir geht's gerade nicht. The goons are ready. Das Terra-Group-Setter vom Raum ist ja cool. Mega geil, ne? Das haben wir im letzten Podcast schon, glaube ich, gezeigt, oder? Mega gut gemacht, den Hintergrund. Ey, so einen Hintergrund hätte ich auch gerne. Oh mein Gott, was würde ich dafür geben? One of the goons are ready. Weapons, in this upcoming patch is RD-704. So, hier sehen wir die RD-704, eine vollautomatische Rifle-Waffe, Rifle-Kanone. Sie schaut einfach wunderbar aus und hat das 7.6 Kaliber. Eine wirklich wunderschöne Waffe. Sie geht so Richtung AK, also Kalaschnikow. Aber ist von den Werten her etwas besser im Vergleich. Ich will einen Killer-Mark haben. Oh, ich hab Durst. Oh, ich muss unbedingt was trinken gerade. Hat der Mirka eigentlich? Der Mirka hat den Raum komplett selber eingerichtet. Wahnsinn, oder? Wahnsinn, hat er richtig gut gemacht. Oder komplett alleine einrichten lassen. Ich würde Cash geben. Moin, Ryan Red. War das eine Flair am Sash? The Goons are ready. Zweiter Code. Probier's nochmal. Wofür ist der Code? Der erste Code war für eine MP7, G36 Rig und APSX. Zweiter Code weiß ich nicht. Übertragen geht noch nicht. Moin, moin, Chris, yo. Wo ist der Promocode? Wird unten angezeigt. Da. Jetzt steht's da. The Goons are ready. Ist der Promocode. Promocode Nummer 2. Promocode Nummer 2. Erster Promocode war Lighthouse 2022.
Ja, ich schreibe das mal auf, dass wir das hier haben. Ich glaube, sonst fragen zu viele. Also, erster Code. Lighthouse 2022. Zweiter Code. Goons are ready. Okay. Kannst du euch dann mal in den Chat hauen? Jetzt geht's, glaube ich, am leichtesten. Lighthouse 2022 und Goons are ready. Das sind die ersten beiden Codes. Seid ist aber komplett überlastet. 100.000 Leute wollen da gerade drauf, gefüllt. Wie viele Leute sind hier gerade im Podcast? 60.000 Leute. Also probiert vielleicht so in 10 Minuten nochmal mit dem Code. Server sind wieder down. Ja, das ist Wahnsinn. AK47M, Mon Wicked, Sentico, Giselle, dreimal GL31, 240. Achso, mit dem zweiten Promocode. AK47M, Sentico, eine Giselle, dreimal das GL31 und 240 Schuss 5.45 BS. Nice, danke für die Info. Super, super geil. Und moin, Lupa. Super, super geil. Boah, das ist aber ein fetter Code. Das ist aber ein dicker Code, muss ich sagen. Das ist schon ordentlich. Lecker, lecker. Vor allem die Giselle. Nennt man gerne mit alles. Es gibt eine Gisela mit AK-47N und 4 Stacks PS Money. Eine gemoddete AK-74N, ne? Die Zentico? Zentico? Verliert nicht mal die Seite. Ist überlastet, ja. Moin, Baron. Aber alle 60.000 Zuschauer, ja. Also bei mir ging das beim ersten Code ganz gut, so nach 10 Minuten. Wo muss man Code eingeben? Danke, Gysi. Auf der Internetseite. Auf der Verkaufsseite. Ah, hier meintest du gerade die Flares, ja. Hier sehen wir Flares. Grün, Grau, Rot und Gelb. Drei Flares. Was gibt's denn hier noch? US-Dollar, SIG, die Leuchtpistole. Das ist Munition für die Leuchtpistole. Doctex, Injectors, der Rest ist erstmal alles beim Alten. Hier sind die drei Special Slots, die neuen. Okay. Cool. Danke für die Info, sehr, sehr gut. Wer hat das gesehen? Deathwilker. GG's. Auge wie ein Adler. Danke für Info. Zenitko Aka. Danke, Wasboss. Wasboss. Code 1, Lighthouse 2022. Code 2, The Goons are ready. Danke, Ghost. Willst du mitschreiben, Ghost? Willst du die anderen auch noch reinhauen? Ja, mega cool. Ich hab die auch mal aufgeschrieben jetzt. Wenn es was gratis gibt, kommen sie alle aus den Ecken. Ja, logisch. Deswegen sind wir hier. Wo gibt man, kann man auch über den Launcher machen? Das ein? Was? Tarkov, wie immer, die Codes auf deinem Profil und dann Promocode einlösen. Homepage, tarkov.com, Profil, Code einlösen. Da, wo du auch Twitch-Drops verbindest und wo du die ganzen Geschenke gibt, dein Weihnachtsgeschenk, alles. So, es geht los. Zweiter Versuch, Lighthouse. Let's go. Schöner Sound, die neue Waffe hier einmal. Es rauscht ein bisschen der Stream bei ihm. Danke, Gysi. Boah, perfekt, ey. Geil, danke euch. Moin, Esel. Pistol Case in der Grund war auch blau statt violett. So, once again, we will try to reach the lighthouse. Also, wir werden nochmal versuchen, ein Lighthouse zu erreichen, um euch die Erweiterung zu zeigen. Das Ding ist, right after the patch will hit, nachdem der Patch draußen ist, wird jeder die Möglichkeit haben, Lighthouse selber zu besuchen. Aber das Lighthouse-Gebäude an sich ist jetzt erstmal nur für jetzt, so wie es ist. Später wird es Events geben und die Lighthouse-Area, der Lighthouse-Bereich wird erstmal geschlossen sein. Und spezielle Ausgänge bekommen. Also das Ganze wird angepasst sozusagen im Rahmen eines Events. Momentan ist noch alles offen. Momentan ist noch alles frei. Man kann machen, was man will. Diese Person hat das Outlauge. Erster Code gab an MP7. Ja, moin Kosa. MP7, APSX und G36, eine Rig auf jeden Fall. Moin Tool of God, grüße dich, vielen Dank für den Sub. Gibt's auch coole News? Sie haben über Tarkov Arena geredet bis jetzt. Ein paar News rausgehauen über die Arena,
Modi, also jetzt nichts Weltbewegendes Neues, würde ich mal sagen. Dass man mit seinem Charakter spielen kann, alles, was wir eigentlich schon wussten. Dass maximal zwei Teams gegeneinander antreten. Das ist, bei Release gibt es 5 Maps wahrscheinlich. Close Beta sollen ETS-Teilnehmer primär werden. Und zur Close Beta werden 3 Maps verfügbar sein, wahrscheinlich 3 kleine. Und zur Release 3 kleine, 2 mittlere. Voraussichtlich. Also es wird stark erweitert im Laufe der Zeit. Es werden sau viele Maps dazugeben. Und alte Maps werden erweitert, neue Locations bekommen und so weiter. Und auch interessant, auf den Maps wird es Möglichkeiten geben, zu looten. Flare Gun so, die Flare Gun. Single Flares. Die Flares werden verschiedene Farben haben, werden einmal die rote Flare haben. Die rote Flare wird den Airdrop aktivieren. Also, wir haben verschiedene Typen von Airdrops einprogrammiert. Und die Airdrops verändern sich eben in ihrer Art, vom Inhalt her. Die einen werden mehr Waffen haben, Mods. Dann gibt es so Unterstützungssachen und medizinische Drops, wo ihr mehr medizinische Ausrüstung kriegen werdet. Außerdem wird es noch den weißen Flair, das Weiße geben und das Grüne. Bis jetzt ist es so, dass das Weiße und Grüne noch gar keine Funktion haben. Es wird einfach nur eine weiße Flair sein. Ohne Bedeutung momentan. Aber später werden die Weißen und Grünen eine wichtige Bedeutung haben. Und zwar werden die questbezogen sehr relevant sein. Das heißt, ihr werdet dann diese Weiße und die Grüne Flair in den neuen Quests benutzen müssen. Probier nochmal den Code. So, Guns are ready. Most likely in offline raids, the airdrops. Also, wie wir gerade sehen, leider, es sind Offline-Raids, ist leider so, dass die Airdrops nicht funktionieren. Ansonsten würde jetzt der Airdrop kommen durch die rote Flare. Aber anscheinend funktioniert das nicht, sagt er, in den Offline-Raids. Man kann auch über den Launcher auf die Seite der Codes gehen. Ah, okay, Reki, danke dir. Okay, cool, ja. Ну вот отлично, мы не шарим просто нифига. Könnt ihr die Homepage erreichen? Bin drauf. Goons are ready, ich probier's nochmal. Дождь пошел, да что ж такое вообще? Ну сегодня все как-то не так. Gibt's noch mehr Codes als die beiden hier? 5! 5 kommen, Punkster. Wir haben 2, 3 kommen noch. Die sind nur aktiv oder aktivierbar während dem Podcast. Das heißt, ihr müsst während dem Podcast die Codes auch eingeben. Nach dem Podcast, sagt er, wird alles deaktiviert. Momentan haben wir 2. Well, the bosses in the lighthouse or like the 3 bosses that we ich hab mich verschrieben. Before. Also, die Bosse auf Lighthouse, sagt er, so-called roaming bosses, they will not be only werden roaming bosses werden. Das heißt, die werden nicht an einer bestimmten Stelle sein, sondern sie werden die Map durchwandern und ihr werdet sie an verschiedenen Stellen treffen können. Die neuen Lighthouse-Bosse. Das Ding ist, ich weiß nicht genau, ob das funktionieren wird, aber wenn ihr die neuen Bosse entdeckt, das erste Mal, an einer Location, ich weiß nicht, wie ich das auf Englisch sagen kann, ich habe nicht mal Worte. Geh da vorwärts. Da kann ich ausreden. The goons are ready, sorry, ja, ich hab mich... So the bosses will be only on, also die Bosse werden nur an einer Stelle sein. In einem gewissen Zeitraum, das heißt, ihr müsst sie finden. Es kann zum Beispiel sein... Oh, es kann sein, dass sie an einem bestimmten Zeitpunkt nur auf Customs sind, aber zu einem anderen Zeitpunkt nur auf Lighthouse. Mit anderen Zeitpunkten reden wir von Uhrzeiten, also während einem Tag... wechseln die Bosse sozusagen auch die Maps. Nicht nur die Positionen auf Lighthouse, sondern die Positionen der Maps. So, und jetzt sind wir auf dem neuen Bereich. Er ist gerade über die Brücke gegangen und geht jetzt erstmal in den Leuchtturmbereich. Lootet hier den PC. Wieso lootet er jetzt den PC? Aber gut, gönnen wir eben ein bisschen Loot, muss sein. Und da ist der Leuchtturm. Schön, da ist der Aufgang.
Alte Gebäude. Ziemlich schlechtes Wetter gerade. Im Patch-Day gibt es noch nicht, oder? Er meinte, sie brauchen noch ein bisschen, hat er gesagt, Karl. Sie brauchen noch ein bisschen. Sie sind weit, die sind fast fertig, aber sie sind tatsächlich noch nicht fertig. Und er hat gesagt, es gibt ein Wipe. Dieser Patch wird gewiped. Hat er bestätigt, am Anfang. Warte, wann machen die denn ihre Wodka-Pause? Die reden schon so lange. The new options, the voice lines. So, neue voice Optionen wird es geben für Voice Lines. We'll have two more wir werden zwei neue USAC-Stimmen haben. Broken English Bears. Und wir werden zwei gebrochen Englisch sprechende Bears haben. Yay! Zweimal gebrochen Englisch sprechende Bears und zwei neue USAC Voice Lines. Warum suchst du? Nur просто локацию показать. Нафига ты занимаешься этой фигнёй? Juice Time, ja. Eben konntest du aktivieren. Sehr gut. War's fertig? Kann bei BSG auch schon mal ein halbes Jahr dauern. So meinst du? Ja. Nee. Puma. Ah, guck mal, schöne Übersicht hier. Schöne Übersicht. Was? Was ist eigentlich mit dem Gerücht, dass sie mal Deutsche gesucht haben für Voice, für deutsche Chars? Oh, das weiß ich gar nicht. Gibt's? Davon habe ich tatsächlich noch nichts gehört. Müssen wir mal fragen, das ist mir neu, ehrlich gesagt. Das schreibe ich mir mal auf, das ist ja eine coole Frage. Das ist ja eine mega coole Frage. Wir werden bald wahrscheinlich wieder einen Community-Podcast haben. Vielleicht kommt Nikita dann dazu. Und er geht in die Mine rein und zeigt uns wieder nicht leid. Das gibt's doch nicht. Very well. Okay. This was the short demonstration of the Lighthouse expansion. And you will, like, das war jetzt unsere Demonstration der Lighthouse-Erweiterung. Ich werde euch jetzt nicht noch mehr zeigen. Ich werde euch nicht alles zeigen, weil ihr sollt ja auch vieles selber entdecken. Das ist wichtig, dass ihr auch die Spannung noch habt und selber Sachen entdecken könnt in der Map, auf der Map. Deswegen, es ist nicht cool, wenn wir euch jetzt alles zeigen. Ich denke, show the third code. Wir zeigen euch jetzt den dritten Code. Scheiße, der zweite geht noch nicht we'll mal. Have the short, break und dann machen wir unbedingt eine eine Saftpause. Und hier ist der dritte Code. Encircled to fight. You need to try to enter it. I know that the website is down. Encircled. But to fight. Let's go, encircled to fight. Ну все пишут он. But the site is down. Бе-бе-бе-бе-бе. Вот это все. Leute, meckert nicht so viel, sagt Nikita, dass die Seite down ist. Wir wissen, dass die Seite down ist. Geduldig sein und weiter probieren. Dritter Code. Okay. Encircled to fight. We will be back. Encircled to fight. Danke, Akuma. Moin, Akuma. Und Juice-Time-Pause. Okay. So. Ich trinke normalerweise zu Juice-Time auch, wir stoßen einen normalerweise immer an. Aber heute nur ein Pilz. In dem Sinne, auf euer Wohl. Schön, dass ihr hier seid. Genießen wir die zweite Hälfte gleich am Podcast. Wer es nicht mitbekommen hat, er hat gesagt, auf das Summer Game Event heute brauchen wir nicht so viel zu geben. Sie werden im Grunde genommen hier alles zeigen, was heute Abend auch auf Summer Game präsentiert werden sollte. Da ist irgendwas schiefgegangen mit den Daten, dass irgendwas Falsches übertragen worden. Und deswegen gibt's heute auf dem Summer Game kein Special. Also im Grunde genommen werdet ihr jetzt alles sehen. Und auf dem Summer Game wird was gezeigt, aber das werdet ihr dann schon gesehen haben, hat er gesagt. Cheers. Oh. Code 1 Lighthouse 2022. Code 2, the goons are ready. Code 3, encircled to fight. 3 von 5 Codes sind draußen. Wir nähern uns schon fast am Ende. Boah, bitter, wie schnell das schon wieder geht, ne? So bitter. Gerade angefangen gefüllt. Ist ja keine Schleichwerbung. Ich spiele sowieso nicht mehr. Auf welcher Webseite gibt mir die Codes sein? Hauptseite, EFT-Hauptseite. Moin Inc., ja. Prost, Lux. GG's. Hast auch auf dem Bus, Prost. Prost, gönnt euch. Ja, muss sein, zu so einem Podcast.
Eigentlich musst du irgendwas mit Wodka bereit haben für sowas, ne? Und dann mit den Jungs anstoßen. Normalerweise zeigen sie, wie sie ihr Wodka trinken, aber jetzt haben sie gerade so einen Wartebildschirm. Schade. Ich probiere mal weiter, den Code einzugeben. Mein erster Code hat geklappt. Bekannt, wie lange die Pause ist? Also die geht schon eine Weile, ja. Die manchmal so 10 Minuten fast schon, ja. Also die lassen sich schon Zeit mit ihrem Wodka, mit dem Saft. Die genießen den Saft. Wenn die Juice-Time machen, mache ich eine Bad-Habits-Pause. Ihr gönnt ihr. So, ich probiere nochmal den zweiten Code. Was haben wir gesagt? Encircled. Encircled. Encircled to fight. Ich probiere es auch nochmal. Auf der EFT-Homepage. Profil. Und dann Promocode eingeben. What? Guck mal, jetzt eine Fehlermeldung. Limit wurde erreicht. Eine rote Fehlermeldung. Beim Eingeben meines Promocodes. Das Limit ist erreicht. Versuche es später noch einmal. Bitte 2 Minuten warten. Lol. 2 Minuten warten. Habe ich auch nicht gesehen, den Fehler. Okay. Warten wir 2 Minuten. Sind alle gleichzeitig drin gerade. Moin Hackbrötchen, ich kann nicht mehr ohne. Also Vibe. Er hat gesagt, moin Oxlo auch, Grüße. Er hat gesagt, er hat gesagt am Anfang, wenn es kein Scherz war, sie vipen zum Patch. Hat er gesagt. Sie vipen zum Patch. Und damit hat er gesagt, dass das Thema beendet. Er möchte nicht mehr dazu sagen, weil alle immer Vibe bei Web fragen. Sie vipen zum Patch. 3-Code G28, 36 am 61. Nice. Und eine CPC Mod 2. Leute, die Codes haben richtig guten Stuff. Da ist richtig gut was drin. Mega krass. Ich bekomme das mental nicht hin, Hackbrötchen. Gut, reicht etwas weiter oben, was drin ist. Ja, mega geil, mega gut. Gönn dir Pilz, ein Pilz, moin, ein Pilz. Leider keine Wodka, aber Glas Wein. Muss ja auch nichts Alkoholisches sein. Trinkt einen Saft. Trinkt einen Saft. Komm nicht auf Homepage. Homepage überlastet. Zweiter Code war The Goons Already. Danke, Alstan. Ja. Nehmen wir an, der nächste oder übernächste Woche kommt hoffentlich der Patch-Vibe. Alt hat er gesagt. Okay, just time is over. Maus Acrobat kenne ich, ja. Maus Acrobat. Okay, krass, krass. Coole Info, danke, Gips. Danke. So, Leute, wir wollen euch eigentlich jetzt die Bosse zeigen. Aber ich mag momentan noch nicht die Dynamik von dem System. Wir werden sozusagen noch einen speziellen Teaser schalten für die Bosse. Und deswegen möchten wir euch erstmal was anderes zeigen. Moin Schicksal. Moin Bock. Was habe ich verpasst? Also Infos zur Arena, da hat er gesagt, dass gewiped wird zum Patch. Dann haben sie jetzt zweimal Lighthouse versucht zu zeigen, das neue Areal. Und jetzt zeigen sie einen Clip. Achtung, Achtung. FSR. Achtet auf die FPS. Wer FSR nicht kennt, FSR ist das, korrigiert mich, FSR ist das DLSS von AMD, richtig? ...66 FPS, 80 FPS FSR. Ist das, ne? Ja. Kann man so lapidar, ne? Das DLSS von AMD. Also wer eine AMD-Grafikkarte hat, kriegt jetzt ebenfalls das DLSS, aka FSR. Saft ist bei Banner Bier. Okay. FSR Announcement, GG's. Das war jetzt nur ein kurzes Video. Wird auf jeden Fall hinzugefügt im nächsten Patch. Die AMD-Benutzer werden dann die Möglichkeit haben, ihre FPS zu steigern. Nur als Erinnerung an dieser Stelle, wir werden euch weiterhin Promocodes zeigen. Ihr könnt sie auf der Homepage einlösen. Leute erzählen mir hier, die Seite funktioniert, alles ist in Ordnung. Andere sagen, sie ist komplett down. Probiert's weiterhin und lasst mich nochmal die Codes für euch sagen. Es gibt momentan 3 Codes. Wir haben 3 Codes bereits gegeben und es kommen noch 2. Der erste Code ist Lighthouse 2022.
The second one. Der zweite Code ist. Oh, nifiga, вот так даже можно. The goons are ready. Ein Jahr her gibt's. Das ist eine mega geile Info. Ich hab's mir mal aufgeschrieben. The third one. Und der dritte Code. Encircled to fight. Ist encircled to fight. Es kommen noch zwei. Ich weiß, dass ihr sagt, dass die Seite nicht geht. Einige sagen, alles funktioniert. Versucht es weiterhin. Bleibt am Ball. So, the next thing we wanna show you is another small thing. Das nächste, was wir euch zeigen möchten, ist auch was Kleineres eher. Here you go. Hier geht's los. Let's go. Elimination Quest. Accept. Eliminate any PMCs. Tasks. Operational Task. Elimination ist besondere Farbe. Bei Fans war die. Yeah, it's daily tasks from the fans. Okay, neue Aufgaben bei Fans. Neue Aufgaben bei Fans. Pretty simple thing. Ganz simpel, ganz einfach. Another video to show you. Okay. The small one. Noch ein kleines Video. Go on with the video. Noch ein ganz kurzes. Wir werden jetzt ein paar Videos hintereinander schalten. One. Hier das nächste Video. Nachtsicht. Ah. Nachtsichtlaser. Infrarotlaser. Infrarotlaser. Moin Sebi Gaming. Quest für Scavs. So, Quest für Scavs, so, genau. This genau. Was the short demonstration yeah. Of IR stimmt. And Illuminators. And the thing is that the night vision Infrarotlaser. Will work differently, we Nachtsicht wird in Zukunft etwas anders funktionieren. Wir haben die Nachtsichtgeräte alle überarbeitet. To suit it with the, es wird jetzt. Es ist jetzt sozusagen so angepasst, dass es mit den IR-Lichtern, mit Infrarotlicht und mit dem Infrarot, Infrarotlaser besser funktioniert und harmoniert. Also alle Nachtsichtgeräte überarbeitet, man sieht jetzt Infrarotlicht, Taschenlampen im Infrarotbereich und man sieht Infrarotlaser, aber nur mit den Nachtsichtgeräten dann. Vibe nächsten Donnerstag, Tex. Moin, Tex. Auf jeden Fall Vibe mit dem Patch, hat er gesagt. Lampe und Laser, beides, ne? Lampe und Laser. Die Kappa-Quest hat Fans schon, ja. Also Fans bekommt jetzt auf jeden Fall Quests. Sind so nervös, ne? Sollen wir ein bisschen Wodka trinken? Gibt's auch gar nicht. Also Damirka will irgendwas in Live zeigen, glaube ich. Sehr spannend. Ist euch aufgefallen, sie haben jetzt im Podcast nichts getrunken. Normalerweise trinken sie immer im Podcast ein bisschen lockerer. Heute ein bisschen ernster, ne? Der Podcast heute ist ein bisschen ernster. Ist auch absolut in Ordnung. Meiner Meinung nach 100% so ein bisschen Respekt vor der politischen Situation und so weiter, wahrscheinlich auch irgendwo im Hintergrund vielleicht. Aber man merkt es deutlich, ne? Das ist viel ernster als letztes Mal. Okay, the special thing that okay. You are discovered. Noch eine neue Sache. Ach hier, der Koop-Mode. Ja, das, was ihr eben vorhin meintet, Koop-Mode. Was sagt er jetzt sogar? Es gibt ein neues Feld, was ihr checken könnt. Und zwar ein Koop-Modus. Das bedeutet, dass ihr PvE-Matches spielen könnt mit euren Freunden. Es wird nur auf unseren Servern möglich sein. Und ihr werdet keine Progress haben. Sowas ist zum Beispiel möglich für uns, wenn wir im LAN spielen werden, im LAN-Netzwerk, dass man dann sowas aktivieren kann. Also geht nur auf unsere Servern. Außerdem wird es in Zukunft erhältlich sein, nur für EOD-Besitzer. Das ist eine Funktion, die EOD-exklusiv sein wird.
Es könnte sein, dass sich das in der Zukunft ändert. Es kann sein, dass es in der Zukunft für alle verfügbar sein wird, möglicherweise. Aber momentan, wenn es rauskommt, wird es so sein, dass es nur für EOD verfügbar sein wird. Diese Gruppen, also mit denen ihr spielen könnt, können eine Größe von bis zu 11 Personen annehmen. Das heißt, ihr werdet dann die Möglichkeit haben, zu trainieren, mit anderen zu trainieren, zu üben. Es werden noch ein paar andere Features in diesen Koop-Modus hinzukommen. Es wird Möglichkeit geben, auch für Content Creator andere Sachen zu machen, spezielle Settings auszuwählen. Wir testen das momentan noch. Es ist noch in der Startphase. Aber was für sicher ist, ich wiederhole nochmal, es ist nur für EOD-Besitzer und es könnte sich in Zukunft ändern. Wir werden das jetzt ganz genau testen erstmal, sozusagen im kleineren Kreis. Es macht allein schon aus Testzwecken keinen Sinn, das für alle rauszugeben. Deswegen auch ein Grund, dass es nur für EOD-Besitzer erstmal freigegeben wird. Krass. Krass. EOD ist die größte Version Raiking in diesem Spiel. 130, 140 Euro Version. Ich hätte Vibe direkt nach Stream, damit wir das Gears Promokurs nicht mehr nutzen können. Das wäre genau mein Humor. Warum? Das wäre so krass. Nee, also das dauert noch mit dem Vibe. Edge of Darkness, Moin Thunderbird. Die scheiße Version, die man erwerben kann. Moin Phantom. So, die NGL. Granatwerfer. Entix, Codes sind super. Also viele Leute werden sagen, der Granatwerfer ist zu OP, dass er zu stark ist. Aber es ist eine sehr, sehr seltene Waffe. Man wird sonst nichts anderes tragen können. Man wird sie nicht kaufen können. Man wird sie nicht auf dem Flea Market bekommen. Diese Waffe ist einfach ein sehr, sehr, sehr seltenes Exemplar. Und hier sehen wir sie. Wow. Wow. Moin, moin, Bird. Alles gut. Also sehr, sehr selten. Oh, Faden. Ja, okay. 5 Codes soll es geben, 3 sind schon draußen. Wer jetzt über den Granatwerfer meckert, soll sich auf das RPG 7 freuen. Oder auf die Annäherungsminen. Bist du vom Beruf Dolmetscher? Nein. Warum kannst du das so gut? Ich kann das nicht gut. Nee. Mache einfach. Machst du das halt jetzt schon länger mit den Podcasts und so? Oh, nee. Die Server sind am Abschmieren gerade. Die Homepage meinst du, Phantom, ne? Er hat sich gemutet. Also ja, die Homepage ist komplett überlastet. Nikita sagt, ich weiß nicht, er ruft gerade irgendjemanden an. Und er sagt, wir sollen es weiter probieren. Ich glaube, er fragt gerade nach, was mit der Homepage ist. Weil wir kommen, ich komme nicht mal mehr ansatzweise. Doch, jetzt bin ich, ich zeige euch das mal gerade, wie das bei mir aussieht. Homepage, Promocode aktivieren, encircled to fight und dann auf übertragen. Er lädt dann ein, zwei Minuten, dann sagt er entweder Code eingelöst oder er sagt eine Fehlermeldung oder wir kriegen so einen Fehlerbildschirm-Hinweis, wo er dann sagt, die Seite existiert nicht. 1 von 3. Die ersten beiden Codes, ich habe auch 3, 4, 5 Mal probiert, dann ging's. Let's go. Was können die Codes? Ziemlich krasser Loot, Sergeant. Moin, Sergeant. Ziemlich krasser Loot. Also für so Drops, heute sollte es ja Drops geben. Diese Codes sind viel krasser. Also also im Vergleich zu Drops, wo du mal ein Stück Seife kriegst und sowas. Holy shit. Giselle, AKs, BS-Munition, M61, Westenrüstung. Holy moly. Also im Vergleich zu Drops ist das gerade Bomben-Loot. Also wirklich guter Loot. Deswegen ist auch die Seite so belastet, weil jeder versucht, das jetzt gerade einzulösen. Moin Fido, was können die Codes? In der Pizzeria deiner Wahl gibt es da Nudeln gratis. Also, danke, Kutte.
Moin Moin Jojo, die haben gerade alle drei Codes auf einmal funktioniert. Bei mir, sehr geil Jojo, hast die Pause genutzt, siehst du, so wie Jojo müsst ihr das machen. Kurz alle ablenken, so, ne? Ah, Nikita telefoniert, was telefoniert er? Und dann schnell eingeben. Konnte gerade einlösen, versucht es einfach weiter. Ja, sehr gut. Probier's. Ich habe den letzten Code auch noch nicht eingelöst. Guck mal, jetzt kriege ich diese Fehlermeldung hier. Ja, dann neu laden und nochmal versuchen. Das heißt, hast du einen Code schon eingelöst? Ich habe diesen, die ersten beiden Codes habe ich eingelöst. Wo kannst du einlösen? Homepage, escapefromdarkhof.com. Cluster, ne? Moin Moin Cluster. Yeah, we are waiting for the... Wir warten auf location. Start. Die Location, dass die Map startet, sagt Nikita. Wie war der Code nochmal? Ghost hat es nochmal reingeschickt. Danke dir, Ghost. Die ersten drei Codes. Lighthouse 2022. The Goons are ready für den zweiten Code. Und Encircled to Fight für den dritten Code. Na echt gute Codes. Schade, dass es nicht alle gerade... Es tut mir so leid für die, die gerade nicht so mitbekommen, ne? Ist doch schade. Oder? Ist doch schade. Ist schon schade, oder? Also die deaktivieren ja die Codes nach dem Podcast. Du kannst sie nur jetzt einlösen. Ja, verstehe ich. Ist absolut okay. Auch schon ein bisschen schade, finde ich. Für die, die es gerade nicht mitkriegen, dann später dann das sehen und dann, oh, war nicht live dabei. Jetzt habe ich die Codes. Wisst ihr, wie ich meine? Naja. It is how it is. Ich habe Angst, dass man die letzten Codes nicht einlösen kann. Ja. Vielleicht sind sie ja gnädig und verlängern ein bisschen. Sagen, okay, es hat nicht so gut geklappt. Wir lassen den Code den ganzen Tag. Vielleicht machen die sowas am Ende. Mal gucken. Okay, geht weiter. Moin, Scarface. Kann ich einloggen? Bekomme meinen Bestätigungscode nicht. Ja, es hängt alles momentan wohl, das Scarface. Ich muss ja gestehen, ich habe mir Nikita mehr militärisch aussehen vorgestellt. Ah, hast du Nikita vorher noch nicht gesehen? Ja, Nikita ist ganz relaxed. Wobei Relax ist schon ein strenger Chef, denke ich. Wunderbar, aber es verspätet eingeschaltet, haben die ein bisschen Performance. Ja, sie haben gesagt, Streets ist noch nicht so weit. Sie müssen, haben Performance-Probleme, ganz klar. Und sie haben gesagt, Lighthouse ist fast fertig. Lighthouse 2, zweite Stufe. Ist fast fertig, es brauchen aber noch ein bisschen. Und mit Lighthouse wird gewiped. Also mit dem nächsten Patch. So hat er es gesagt. Oh. Der hat aber wenig Drop, die Granate. Habt ihr es gerade gesehen? Die ist komplett straight geflogen, die Granate. Ich habe eine gemoddete MP7 mit 280 Schuss RPSX gekriegt vom Code. Ja, das war der erste Code, KF. Moin, KF. Ja. Genau. Die RPSX und die MP7 war der erste Code. Lighthouse 2022. Danke, Gysi. Hau doch mal den Link raus auch noch. Limit erreicht fürs Spielen. 58 Minuten stand bei dir? Moin, Mike. Bei mir stand 2 Minuten. Holy shit, 58 Minuten. 58 Minuten wäre ein bisschen viel. Uff. This is another addition. Zum Verteilen nutze ich WhatsApp-Gruppen. Ja. 338 Bolt Action Sniper Rifle. And also it will have. Das ist die 338 Bolt Action Scharfschützengewehr. Mjolnir. Wow, schönes Kopf, guck das mal an. Achso, das ist das Standardding, ne? In hell. Komm, Jonas Lack. Moin, Flora. Floralis. Also bei Battleset Games und bei Escape from Tarkov wirst du niemals ein Datum wissen. Also wenn irgendjemand sagt, an dem und dem Datum ist gewiped, dann ist es immer ein Scherz, Flora. Also wenn wir hier sagen, übermorgen ist gewiped, das ist immer ein Scherz. Das darfst du nie ernst nehmen, bei niemandem. Noch nie, solange es Tarkov gab, einmal wurde was gezeigt. Und die haben daraus gelernt, machen das seitdem nie wieder, haben sie auch gesagt. Also du wirst nie ein Datum haben für einen Patch oder für ein Vibe. Ja? Dass er jetzt gesagt hat, dass zum nächsten Patch gewiped wird, ist schon krass. Schon eine krasse Info, das ist schon... Macht er normalerweise nicht, so eine dicke Info zu geben. Aber noch ein Datum on top, das wäre zu krass. Dann, also wenn er das machen würde, ein Datum geben würde, dann, Wow, was macht der? LOL. Nee.
Einfach mal 2 Meter daneben geschossen. Egal. Egal, du musst nur ungefähr in die Richtung zielen. Ungefähr. So plus minus 15 Meter. Ach, da можно. Tschüss. Не было? Alle Codes aktiviert, Mamoy. GG's. Wie hast du das gemacht? Может, там просто не назначили на него. Jo, meiner ging auch gerade, die haben was verbessert. Hier. Ging gerade. Code aktiviert. Instant. Ein Klick. Jetzt geht's. Probiert's jetzt. Die Codes gehen jetzt viel besser. Ну, там, видимо, не назначили там в настройках нового. Ну. Ну, короче, я понял. Moin, Brawler. Okay. What next? Actually, we show you pretty. Okay, was als nächstes? Wir haben euch eigentlich schon einen guten Anteil von allem gezeigt, also. Pretty big. Die Waffe ist auf jeden Fall richtig dick. Moin, Prag, the obvious. Ist nur Bosswaffe, wie der Hammer von Tangila. Ja, von Big Pipe, der Granatwerfer von Big Pipe. Der wird auch so heißen, der Granatwerfer. Der heißt dann Big Pipe oder so. Nee, warte mal. Code Nummer 4. Code Nummer 4. He is gone. Not for long. Was sind das für Codes? He is gone. What? He is gone? Not for long. Übertragen. Jetzt lädt er wieder länger. He is gone, not for long. Fanny, was war das? Die Pistole sah gerade sehr komisch aus. Moin, Bettkris. War das eine neue Animation beim Wegwerfen? Die Pistole sah sehr komisch aus. Ist nach vorne gesprungen, ne? Danke, Ghost. He is gone, not for long. Bekomme keinen Code an mein E-Mail. War ärgerlich, dass du dich da erst umständlich einloggen musst, Flora. Super ärgerlich jetzt. Super ärgerlich, Flora. Also eine neue Waffe, die MP18 im 7.62 Kaliber. Eine Bolt-Action-Waffe, eine neue. Na, im Endeffekt ist es keine Low-Tier-Waffe, wegen dem Kaliber von 7.62. Aber ich persönlich finde, es ist eine recht coole Waffe, sagt Nikita. As you can see, different different versions of G36 and everything. Was ihr auch sehen könnt, verschiedene Versionen von der G36. Sehen wir übrigens gerade die G36C. Die sind echt nicht so gut gelaunt heute, ne? Die sind heute echt nicht so gut gelaunt. Merkt man richtig krass. Moin Torin, grüße dich. Willkommen aus Köln. Grüße nach Köln. Lasse den Dom in. Moin Sino, grüße dich. Waffen bezieht sich auf Cycle. Wir spielen ja auch Cycle. Momentan ist ja seit gestern das Cycle-Release. Tarkovs kleiner Bruder? Kann man das so sagen? Oder ist das gemein, das kleiner Bruder zu nennen? Tarkovs Bruder? Kann man sagen, Cycle ist Tarkovs Bruder? Also PvP im Cycle, keine Ahnung, ich habe eine grüne MP. Weiß nicht, wo du das weißt. Ja, wenn der dich am Kopf trifft, hat er einen Damage-Multiplier von 3, Cinetech. Ist schon richtig. Slick plus Saiga Nerfgun. Gab's aber jetzt nicht im vierten Code, oder? Dark Link. So, das ist jetzt die neue 7.62 Bolt Action. Mach ein bisschen lauter. Oh, die Nachladeanimation ist ja nice. Oh mein Gott. Er wird so sterben. Er wird so sterben, aber geile Animation. Er hat ihn getroffen, glaube ich. Er hat ihn immerhin getroffen. GG's. Oh, er ist weg. Gegner ist weg. Da ist er. Achtung, unten ist auch einer. Diese Nachladeanimation feiere ich so krass. Vorsicht! Sehr schön. Kill für Damirka. Mega nice. GG's. Double Kill. Wallplate. Damirka, bester Mann. Holy crap.
Hat er aber geübt. Richtig gut. GG's. Reifen TV. Slick, Saiga, Nerfgun, 120 AP. Das ist echt Inhalt vom vierten Code. Krass, ey. Die Codes sind krass. Die Codes sind krass. Wenn man sich einloggen kann, denkt bitte über Authentifikator, über Smartphone, wenn ihr einen nutzt. Geil. Mit Thermal. Wir spielen die Waffe freiwillig. Ich würde sie sofort spielen. Sofort. Allein schon als Challenge, weißt du? Allein schon als Challenge. Ich würde mich so ärgern über diese Waffe. Allein schon deswegen müsste ich sie spielen. Nice. Weil du bist ja... Прикольная пушка. Du bist ja gezwungen... Very fun. Sehr lustig, sagt Nikita. Du sagst das. Sehr lustig. No, it's not bolt action. It's nein, das ist keine bolt action. Ich weiß nicht. Es ist eine Einzelschusswaffe. Переломка. Neue Definition. Last code, nee. Last code will be in the end of this. Jäger wird was finden, um uns damit zu reden. I can show you the video of the new animations. Ich kann euch noch ein Video zeigen über die neuen Animationen. Of like characters that were recorded in this video, but anyway, I can show you just to see the difference. Ich kann euch sozusagen mit dem Video den Unterschied zeigen zwischen den Animationen, damit ihr einfach mal einen Eindruck bekommt, was sich verändert hat. Ihr werdet es so oder so sehen, früher oder später, sagt er. Ich sage euch das jetzt. Was war nochmal der vierte Code? Okay. Ah, schön. Schönes Video. 7 Slots Weapon, 5 Slots Weapon, 4 Slots Weapon. Grenade Pistol. Also die Animation Walking, Crouch. Das sieht richtig smooth aus. Boah, guck dir mal die Crouch-Animation an. Richtig gut. Langsames Walken, langsames Crouchen. Richtig nice. Guck mal so. Sidesteps. Lol, wie weit er sich rauslehnt. Richtig gut. Lol. Lol, richtig schön. Richtig gut. Wie er das Knie zur Seite schiebt. Und dieser Ausfallschritt nach links. Sehr cool. Weapon Operations while running. Waffenbenutzung oder Funktion, während man rennt. Das war ein Waffencheck beim Rennen. Waffenwechsel beim Rennen. Waffencheck beim Rennen. Body turns, tilts while moving. Also die Körperreaktion, während man sich bewegt, also die Drehungen sozusagen in der Bewegung. Ein schönes Beispiel der Animationen. Encircled, genau, Encircled war der letzte. Nee, he is gone, genau, he is gone war der letzte, he is gone. Crouch. Not crouched, crouch. Like crunch, like cringe, but also, crouch. Das heißt nicht crouch, sondern вообще, crouch, конечно, sagt er. No, die haben sich verschrieben. Вообще минус, вот просто. Bei dem Kriechen. Минус вам, тем, кто вот... Der Mika trinkt Wodka. На что вы рассчитываете, что я буду смотреть абсолютно все досконально, блин? И искать ошибки в словах английских? Вообще капец, блин. Das Widolittle какой-то. Доктор Das Widolittle. Code ist aktiviert. Mein vierter Code ist aktiviert. Okay, the last code. Der letzte Code kommt jetzt. Ready? Code Nummer 5. Seid ihr bereit? Sagt Nikita. Ich bin drauf. Hier, guck mal, es geht. Bei mir. Bin drin. Codes eingegeben gerade. Ich habe jetzt alle 4 Codes. Weiter probieren, The Real. Und da ist der letzte Code. Der letzte Code. Will there... Will be. Will. There. Yes. Will. Yes. Be. Last code. The last code. I think. Will there will be. For today. Versuchen wir den letzten Code. We actually showed you everything.
eigentlich war es das schon für heute. Wir haben euch alles gezeigt, bis auf das Boss-Video. Aber wir sind noch nicht so weit mit dem Boss-Video, deswegen möchten wir euch das heute noch nicht zeigen. Wir haben euch nicht alle Waffen gezeigt, wir haben euch nicht das ganze neue Gear gezeigt, was kommen wird mit dem neuen Patch. Noch ein paar andere Kleinigkeiten, das werdet ihr dann selber sehen. Das werdet ihr selber testen können, wenn es soweit ist, wenn der Patch dann rauskommt. Hier, so wie ich vorher gesagt habe, es ist fast fertig, fehlt nur noch ein kleiner Teil. Wartet auf die Pre-Vibe-Events, dann werdet ihr wissen, dass gepatcht wird. Die Pre-Vibe-Events werden den Patch einläuten und im Grunde genommen war es das. Was bringen die Codes? Richtig gute Items, Captain. Moin, Captain. Richtig gute Items. Kann mich einloggen, bekomme keine Verify mehr. Die Homepage ist überlastet. Aber wir haben jetzt immerhin 4 von 5 Codes eingegeben. Der letzte Code ist Will There Will Be. Weiter probieren, Leute. Sie haben gesagt, sie deaktivieren die Codes, wenn der Podcast zu Ende geht. Okay. Das heißt, wir haben vielleicht nur noch ein paar Minuten Zeit jetzt. Also der letzte Code fehlt mir jetzt auch noch. Will There Will Be. Es tut mir leid, dass nicht alles heute perfekt funktioniert hat. Wir haben immer ein paar Probleme irgendwie. Und auch heute sollte es nicht anders sein. Ich hoffe trotzdem, dass es für euch interessant war heute. Ich bedanke mich sehr bei euch allen, die hier zugeschaut haben. 60.000 Leute. Wir werden die Codes mindestens noch 10 Minuten online lassen. Also wenn ihr die Codes noch aktivieren, okay, 15 Minuten. Also wir werden die Codes noch 15 Minuten aktiv lassen. Und dann werden die Codes deaktiviert. Das heißt natürlich nicht, dass ihr eure Items, die ihr jetzt angefordert habt, verliert. Nur die Codes kann man nicht mehr einlösen. Nach 15 Minuten. Dünner Wolf, wieder down. Ja, ja. Alle gehen jetzt nochmal rein. Thank you very much. Lattengrabscher, moin. I think we need to raid somebody. Weapon Case mit dem 5. Code? 7 Wings? Yes, like the Vibe. Boah, will ich haben. There will be Vibe. Mago, komm gar nicht auf die Page. Stop asking this question, please. Wann kommt der Vibe? Fragt noch den Zuschauer und er sagt, bitte hört auf, diese Frage zu stellen. Ich habe das schon beantwortet. Bitte hört auf, das zu fragen. Sorry, the website is down. We are sorry. So, jetzt sind wir sorry, die Website ist jetzt wirklich komplett down. Alle gehen jetzt anscheinend nochmal gleichzeitig rein. Zu viele Leute, die versuchen, den Code zu aktivieren. Das ist der Grund, warum wir... Das ist der Grund, warum wir das peu à peu reingegeben haben, die Codes. Und das ist der Grund, warum wir jetzt nochmal 15 Minuten verlängern, dass ihr nach dem Podcast noch 15 Minuten lang einlösen könnt. Okay, 15 Minuten noch nach dem... Landmark is too popular. So, wen raiden wir jetzt? Landmark ist zu populär, sagt er. Jemanden weniger populären. Da. Da klopft jemand. Sto? Special Guest. Dein erstes Weapon Case? GG's. GG's. Ich will das auch haben. Komm ich auf die Seite? Ich komme gerade auch nicht drauf, hier. So sieht es bei mir aus. 5. Code geht bei mir nicht. Wir gehen zu Excel. Es gibt auch neue Streamer-Items. Excel ist jemand, der auch ein neues Streamer-Item bekommen hat. Es wird neue Quests geben, neue Aufgaben wird es geben. Wir haben euch wirklich nicht alles gezeigt. Es soll viele Überraschungen geben für euch, die ihr dann sehen könntet. Leute, bleibt, passt auf euch auf. Es tut mir leid, dass der Mirka so schlecht ist in Escape from Tarkov. Wir sagen an dieser Stelle auf Wiedersehen. Nos vidanya. Roshnodna. Babushka. Yes. Und bis zum nächsten Mal. Nikita, vielen, vielen Dank für den Einblick. Und denkt dran, die Game Show heute soll nichts Neues bringen, sagt er. Vielen Dank an Nikita. Ich finde es cool, dass sie das überhaupt gemacht haben. Aber man hat schon gesehen, dass sie heute ein bisschen ernster waren als sonst. Ne? Aber es ist absolut, absolut okay. So, ich versuche noch den Code einzugeben. Was war der letzte Code? Ich vergesse den letzten Code. Achso, Will There Will Be ist der letzte Code. Ich versuche es nochmal. Die Waffenkiste wäre schon ganz nett. Danke für den Erklärungsstream, Latte, sehr, sehr gerne.
Machen wir immer. Der nächste Podcast ist wahrscheinlich der Community-Podcast. Und ja, mal gucken, wie es dann weitergeht. Wie gesagt, ich find's cool, dass sie überhaupt Podcast rausgehauen haben heute. Mega, mega cool. Mega, mega cool. Aber die waren nicht so gut drauf, ne? Hat man schon gesehen. Aber ist egal, wir gehen rein erstmal in Tarkov. Dann holen uns die Belohnungen ab. Ich würde gerne noch die letzte Belohnung haben, ehrlich gesagt. Es geht immer noch nicht. Will there will be geht bei mir nicht. Mist, schon wieder zusammengebrochen die Seite. Maya Downs Run. Ja, 5 Stream-Items. Nein, Kutte. Nicht Maya hat ein Stream-Item bekommen. In Deutschland hat ein Stream-Item bekommen. Das ist das Stream-Item für ganz Deutschland. Maya ist der erste deutsche Streamer, der ein Stream-Item bekommen hat. Und du kannst sogar noch einen Schritt weiter gehen. Maya ist nicht nur der erste deutsche Streamer, sondern er ist der erste nicht englisch und nicht russisch castende Spieler oder Streamer oder Content Creator. Der erste nicht englisch und nicht russische Streamer. Überhaupt. Alle anderen Streamer-Items sind bei englischen oder russischen Leuten sozusagen. Bis jetzt. Das ist der erste sozusagen, der jetzt repräsentativ für Deutschland das Stream-Item bekommt. Und noch außerhalb so dieser Gruppe. Das ist was ganz Besonderes bei Maya. Mega krass. Oh. Ich will aber den letzten Code noch haben. Versuch noch den letzten Code zu kriegen. Kannst du mal grob zusammenfassen? Ja, kann ich machen, klar. Case noch viele Stimps. Frikadelle, moin Fricker. Stimps sind auch noch drin. Ich will diese Kiste haben. Was denn für Stimps sind da drin? Okay, ich versuch's weiter. Tibo Fox, Weapon Case. Will there will be. Ich versuch's nochmal. Bildcode, ja, danke. Alcorny, ich habe bis jetzt einen von 5 Codes aktivieren können, weil die Seite komplett tot ist. Weiter probieren. 15 Minuten habt ihr noch Zeit. Also wir haben jetzt 20 bis 20.15 Uhr. Bis 20.15 Uhr. 10 verschiedene Stims. Nice, Slice. Moin, Slice and Exit. Sehr, sehr geil. Ganz kurz zusammenfassen, so wie ich es noch zusammenkriege. Das allererste, was er gesagt hat, Leute, ihr nervt mega mit dem Vibe-Gefrage, hat Nikita gesagt. Deswegen beantworte ich das allererstes. Mit dem neuen Patch, mit dem nächsten Patch, wird gewiped. Boom. Und jetzt stellt die Frage bitte kein einziges Mal mehr. So hat der Podcast angefangen heute. Und dann hat er gesagt, zu dem Patch selber, es wird die Lighthouse-Erweiterung sein, Lighthouse Stufe 2. Das heißt, Leuchtturm wird begehbar sein, kein Händler, so wie es geplant ist. Geplant war immer. Und die neuen Bosse werden kommen. Die neuen Bosse werden Roman. Und das ist ziemlich krass, weil sie werden nicht nur auf Lighthouse Roman, sondern sie werden kartenübergreifend roamen. Das heißt, sie werden Lighthouse verlassen und auf Customs zum Beispiel zu finden sein. Die Art und Weise, wie sie roamen, ist tages- und zeitabhängig. Das heißt, es kann sein, dass zu einer bestimmten Uhrzeit ihr die Bosse auf Customs trefft und zu einer anderen bestimmten Uhrzeit ihr die Bosse auf Lighthouse trefft. Also sozusagen eine map-übergreifende Roaming-Mechanik. Lighthouse selber Stufe 2 ist so gut wie fertig. Wann Vibe? Hast du mitbekommen eben, King, ne? Mit dem Vibe. Es ist aber, Lighthouse 2 ist aber noch nicht ganz abgeschlossen. Sie müssen noch ein bisschen was machen. Und für diese Restarbeit brauchen sie noch ein bisschen. Er kann nicht genau sagen, wie lange, aber es ist fast fertig. Also es ist kurz davor zu releasen. Und er sagt, achtet auf die Events. Wenn Events kommen, die aussehen wie Pre-Vibe-Events, was war ein Witz, dann sind das höchstwahrscheinlich auch Pre-Vibe-Events. Also die nächsten Pre-Vibe-Events sind auch Pre-Vibe-Events und dann wird der Patch kommen. Also wir achten jetzt noch mehr als sonst auf die Events. Ach, wir achten ja so sehr auf die Events, ey. Das ist ja immer so ein Horrorszenario, was da mal reininterpretiert wird. Atombombe hier, Atombombe da. Also die nächsten großen Events und Pre-Op-Events werden den Patch ankündigen und mit dem Patch wird gewiped. Also ist jetzt offiziell.
Dann hat er noch einige neue Waffen gezeigt. G36-Versionen, das G36C, so eine Miniaturform davon. Shotguns, er hat viele Flares gezeigt in verschiedenen Farben. Er hat gesagt, die Farbe einer Flare ist auch deren Funktion. Also zum Beispiel hat Damirka eine rote Flare gezündet und die sollte dann einen Waffennachschub, also einen Waffendrop sozusagen bringen. Er sagt, die Farben haben verschiedene Funktionen. Das heißt, es gibt Farben für medizinische Drops, es gibt Waffen für Equipment-Drops, es gibt Farben für Waffendrops, also sehr unterschiedlich. Die Farben, die momentan noch keine Bedeutung haben, sind weiß und grün. Also die weiße Flare hat noch keine Bedeutung momentan. Wenn ihr die abfeuert, dann passiert gar nichts. Und die grüne Flare hat auch noch keine Bedeutung. Die weiß und die grüne sind geplant für Quests. Das heißt, wir werden später die werden später questrelevant sein. Also irgendeine komische Quest wird kommen, wo ihr dann sozusagen die grüne und die weiße Flare oder eine von beiden nutzen müsst, um die Quest weiterzumachen oder es abzuschließen, wie auch immer. Also grün und weiß nur für Quests später, momentan noch nicht benutzen. Dann gibt es 3 Special Slots, 3 neue Slots am Charakter. Das war hier ungefähr. Hier neben dem Kompass kommt noch Slot 2 und Slot 3. Also 3 Special Slots. Stand auch SP. Diese Slots, da können nur Special Items rein, also Special Items für die Special Slots. Das ist der Kompass. Da meinte er, das wird das Funkgerät sein in Zukunft. Und das wird der Entfernungsmesser sein in Zukunft. All die Sachen werden hier in diese Special Slots in Zukunft kommen. Die Special Slots, alle 3. Weiter geht wieder. Bei mir wieder nicht. Ich versuch's weiter. Special Slots werden nicht lootbar sein. Das heißt, alle Special Items, die er in diese Slots legt, sind gesichert. Kann der Gegner nicht looten. Dann hat Damirka zweimal versucht, Lighthouse zu zeigen. Einmal ist er leider gestorben gegen einen Scav. Aber das zweite Mal kam er ziemlich weit. Er hat uns sozusagen das Gebiet vorne rum gezeigt. Und dann das Wichtigste, den Leuchtturm selbst. Dummerweise ist er kurz vor dem Leuchtturm down gegangen. Da war wohl eine Mine. Und die Mine hat ihn ungünstig erwischt. Er ist also gestorben, bevor er den Leuchtturm an sich betreten konnte. Und dann haben sie gesagt, das war natürlich Absicht. Wir wollen euch nicht alles zeigen. Ihr solltet auch Überraschungen haben dann für den Release. Also bis hierhin und nicht weiter erstmal. Das war so zu Lighthouse. Dann hat er den Granatwerfer gezeigt. Er hat gesagt, der Granatwerfer wird nicht kaufbar sein. Der Granatwerfer wird nicht auf dem Flea-Market sein. Sehr, 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 sehr selten. Sehr stark. Ich wünsche was. Viking, mach's gut. Guten, schönen Abend noch für dich. Im Hintergrund am Ende waren ständig Buchstaben. War das ein Tipp oder ein Rätsel? Seite geht wieder. Ich weiß nicht genau, was du meinst. Wir haben 5 Codes momentan, Tibo. Wir versuchen einzulösen. Ich persönlich habe schon 4 eingelöst. Ich versuche jetzt den letzten Code noch einzulösen. Wir haben Zeit bis 20.15 Uhr, also noch 6 Minuten ab jetzt. Leute, noch 6 Minuten und dann gehen die Codes nicht mehr. 6 Minuten noch. Da geht's jetzt nochmal reingeschickt. Code 1, Lighthouse 2022. Code 2, The Goons are ready. Code 3, Encircled to fight. Code 4, He is gone, not for long. Und Code 5, Will there will be. Und der Inhalt der Codes ist echt gut. Der ist echt gut. Also das kannst du so mit normalen Drops gar nicht vergleichen. Das ist wirklich starker Inhalt. Deswegen versucht ihr noch einzulösen. Noch 5 Minuten, dann gehen die Codes down. Noch 5 Minuten. Na hier, ich krieg den letzten Code nicht. Beim zweiten Mal waren auch keine Scavs ausgemacht. Ja, genau, beim zweiten Mal hat die Scavs ausgemacht. Dann kam er bis zum Leuchtturm. Er hat es noch nicht bemerkt, hat es im Start vermitteln wollen. Er wurde hier im Launcher gefühlt. Ah, im Launcher, das habe ich noch nicht gesehen. Im Launcher, ja, achso, wegen dem Tweet, ne? Mega krass. Ich frage mich, wie das passieren konnte. Weil ich habe das ja selber erst so eine halbe Stunde vorher getweetet, weißt du? Es war nichts Offizielles bei mir. Ich mache das zwar immer, aber hätte ja auch sein können, dass ich es heute nicht mache, weißt du? Ich war echt überrascht, als ich das gelesen habe. Alashani hat mir das gezeigt. Mega krass. Mega krass. Am Ende des Streams war ja hinter den beiden ein Bildschirm. Da stand ein Das habe ich nicht gesehen, Tibo. Das habe ich nicht gesehen. Hast du da einen Clip von? Oh, das habe ich nicht gesehen. Du hast nicht zufällig einen Clip von den Buchstaben? Ey, du machst das gerade nicht besser. Wir haben noch 4 Minuten. Noch 4 Minuten. Oh, meine Nerven, Leute.
4 Minuten. Also den letzten Koffer würde ich schon gerne haben. Ich würde gerne wissen, welche Stims das sind. Allein schon aus wissenschaftlichen Gründen. Weißt du, wie ich meine? Komm schon. Okay, ich bin wieder auf der Seite. Ich zeig's euch eben. Promocode aktivieren. Will. Habe ich es richtig geschrieben? Will there. Will be. Übertragen. Toi, toi, toi. Letzter Code Weapon Case mit 15. Ja, genau. Zilla. Moin, moin, Zilla. Habe ich schon gehört. Genau, danke dir. Weapon Case mit Stims. Will ich unbedingt haben. Wie konnte das passieren? Da steckt wohl wer hinter. Wahrscheinlich. Du warst da, ja, danke dir. Hätte ich doch direkt ahnen müssen eigentlich. Danke dir. Hammerhart. Aber das, wie krass ist das denn, dass da so viele Länder standen, alle Shani? Haben die das da offiziell, haben die einen auf offizielle Übersetzung gemacht, alle? War das Zufall? Sind das alles die Podcast-Übersetzer oder waren das jetzt andere random Leute? Noch drei Minuten. Ein Code, aber einfach kein Clip. Webseite geht nicht. Ja, aktualisieren, Levio. Aktualisieren. Nochmal probieren. Oh, ich dreh durch, ja, noch 3 Minuten. Oh, wieder nicht geklappt. Nochmal. Immer wieder versuchen. 3 Minuten noch. Wir schaffen das noch. Bei mir haben die Codes funktioniert, auch wenn dabei die Seite gefailt hat. Ach so, der Code wurde eingelöst. Aber die Seite war gefailt. Okay. Okay, cool. Also vielleicht haben wir den Code, die Belohnung, ohne dass wir die Bestätigung haben. Coole Info, kann sein. Hoffen wir. Noch 3 Minuten. Kannst du mir die kurz rüberschicken? Werden immer reingeschickt, da kommt's nochmal. Anon User. Moin. Von jedem Typ ein Stim. Geil. Am besten erst die normale HP und dann die Promocode. Seid als Link rein, dann geht es. Der letzten Code. Ja, ich hänge auch am letzten Code gerade. Oh, noch zwei Minuten, Leute. Ich wollte, dass sie dich raiden, aber na, um Gottes Willen, Queen, danke dir für deine Mühe. Aber das wäre too much, das ist zu viel des Guten gewesen, glaube ich. Also nicht glaube ich, weil ist so. Das wäre viel zu viel des Guten. Ich bin jetzt schon komplett überfordert. Ich will nur diesen Code eingeben, weißt du? Ich stell mir vor, dass dann 60.000 Leute, die dann stören, während ich hier den Code eingebe. Nein, Quatsch. Alles Emissaries, bist auf du. Das sind Emissäre alles? Ja, aber okay, ja, gut, aber die Übersetzer sind ja auch alles Emissäre, muss man sagen, ne? Die offiziellen Übersetzer aus dem Community-Podcast sind ja auch alles Emissäre, ne? Eine Minute noch. Leute, probiert noch die Codes, 1 Minute noch. 1 Minute. Wie lange habt ihr in dem Game Zeit, die Sachen abzuholen? Sehen wir gleich. Normalerweise so 24 Stunden. Lass dir nicht zu viel Zeit. Drops, hast nicht viel Zeit. Rapo und so 3 Tage. Drops, teilweise nur 24 Stunden. Muss man echt aufpassen. Würde ich sofort abholen nach Möglichkeit. So schnell wie möglich. Was sind 3 Minuten? In 3 Minuten geht dein Code nicht mehr. Gehen die Promocodes nicht mehr. Wir haben 5 Promocodes. Fette Items, wirklich gute Sachen. Wir gucken gleich mal nach. Aber ich versuche noch den letzten Code einzulösen. Was sind 3 Minuten? 3 Minuten werden die Codes abgeschaltet. 1 Minute laufen die Codes ab. Hättest du bei Messenger die Nachricht, dass du es eingelöst hast? Ach so, meinst du? Ja, stimmt. Ach so, meintest du? Creejay hat recht. Ja. Moin, Creejay. Ja, klar, ihr habt recht. Aber ich will noch den letzten Code hier so bestätigt bekommen. Das ist ja, ich will 30 Sekunden oder so. 30 Sekunden noch. 2 Tage, meinst du, Mago? Und es ist 20.15 Uhr. Also toi, toi, toi für alle, die es jetzt noch probieren. 20.15 Uhr, das ist jetzt vorbei offiziell. Versucht's noch. Habt ihr die AK-545 Short gesehen? Nee. Wir werden uns aber alles nochmal genau angucken. Die Website ist komplett down. Ja, die ganze Zeit. Sogar die Server von BSG. Jetzt ist, glaube ich, vorbei. Ich glaube jetzt, probiert's weiter. Vielleicht lassen es noch ein bisschen offen. Die Seite ist die ganze Zeit down, Beta. Im Tarkov-Podcast waren gerade 60.000 Zuschauer einfach mal. 60.000 Zuschauer. Alle gleichzeitig auf die Seite. Und alle versuchen jetzt noch, und viele kriegen es jetzt erst noch mit, weißt du? Je länger das alles dauert, desto mehr Leute kriegen das mit und wollen noch alle 5 Codes einlösen. Also. Ich denke, es ist vorbei. Probiert's weiter. Du hast auch alle Codes aktiviert. Gute, nice. Bei mir sagt Cloudflare, dass Haus nicht erreichbar ist. Ah, ich bin gerade wieder drauf gekommen. Guck mal.
Probier nochmal den letzten Code. Gucken wir mal. Aber ihr habt recht, ich gucke jetzt mal in meinen Posteingang. Bei mir auch alle Codes mit Fehlermeldungen der Website aktiviert. Okay. Noch am Ende des Streams von Battlestate Games war ja hinter den beiden ein Bildschirm. Ja, mit 4 Überwachungskameras. Ja. Das Bild ist immer umgeswitcht und hat Buchstaben angezeigt. Ein X, glaube ich, und 4 und sowas. Das hieß locker irgendwas. Ein Code oder Hinweis oder etwas. Wahnsinn. Werden wir uns genau anschauen nochmal, Thibaut. Das wird wieder viel Spekulationen geben. Oh Mann, ey. Aber geil, ich liebe. Welches Spiel macht schon sowas, ne? Die so viel drumherum um ein. Achso, Ex-Ex-Apu. Ah, die Alerts waren außen beim Podcast. Was ist hier eigentlich gerade passiert? Holy shit. Xapu, vielen, vielen Dank für den Follow. Und Zilla hat auch noch einen Follow rausgehauen. Sam Needs Guddles, CreeJ und Hamburger, vielen, vielen Dank für eure Follows. Tibo hat auch reingefollowt und Sauber Germany hat reingefollowt. Wie viele Leute haben denn nicht reingefollowt? Goliath hat auch einen Follow rausgehauen und Prack the Obvious hat auch einen Follow rausgehauen. Vielen Dank dafür. Apokalyptika, Lattengrabscher und Subsonic ebenfalls. Triple Follow hier noch hinterhergehauen. The shadows have enlightened me. Willkommen Z-Phantom 1. Z-Phantom 1 hat auch noch einen Follow raus. Vielen, vielen Dank dafür. Und Xaideo auch nochmal einen Follow rausgehauen. Only the worthy will survive. Willkommen Hardalump. Hardalump hat auch nochmal einen Follow raus. Vielen, vielen Dank. Was denn? Ach du Scheiße. Vielen, vielen Dank für den ganzen Follow. Teddy hat auch noch einen Follow rausgehauen. KF420 hat einen Follow rausgehauen. Gibbs, komplett mit einem Follow eskaliert. The Real Guard, Jojo. You follow the wrong master. Willkommen H4VOC-G4Ming. H4. Havoc heißt das. Havoc Gaming hat auch nochmal einen Follow raus. Vielen, vielen Dank dafür. Und Hadalump auch nochmal einen Follow. Ja, krass. Vielen, vielen Dank, Leute. Für die ganzen Follows sind noch viel mehr. Die habe ich, diese, okay, krass. Dankeschön. Hammerhart, wirklich. Also, wenn ihr Interesse an dem Podcast habt, wir besetzen halt alles. Tradition aber is the corpse of wisdom. Willkommen Slice and Exit. Slice and Exit, vielen, vielen Dank dafür. Und Rob Swift, die dreht auch nochmal komplett mit dem Follow durch. Komplett am Eskalieren. Willkommen Rob-Swifty. Rob-Swifty, moin, moin, moin. Der Händel, moin, ich habe noch nichts mitbekommen. Wie sieht's denn derzeit aus? Vibe, irgendwelche Neuigkeiten oder so? Naja, ich fasse gleich nochmal zusammen, der Händel, okay? Kurze Zusammenfassung, aber. G36, im Inventar und die AK5. G36, G36E, G36E2, G36KV2 und die G36C hat er auch gehabt, ne? Und die AK545, ja. Ja. Will es jetzt wohl keinen Vibe geben, oder, Erik? Also nochmal ganz kurz. Er hat gesagt, ganz am Anfang des Podcasts hat er gesagt, was Sache ist mit dem Vibe. Und er meinte, sie vipen zum nächsten Patch. Hat er gesagt, weil er wollte das Thema weghaben. Ganz am Anfang hat er es gesagt. Sie vipen zum nächsten Patch. Der nächste Patch ist Lighthouse Stufe 2, wie geplant. Lighthouse 2 ist noch nicht ganz fertig, sie sind kurz vor Release, aber sie brauchen noch ein kleines bisschen. Und wenn Lighthouse 2 kommt, dann wird auch gewiped. Ganz simpel, ganz easy, ganz einfach. Wie wir jetzt feststellen können, wann es soweit ist, dazu hat er gesagt, achtet auf die Events. Es werden jetzt Events kommen und wenn die Events aussehen wie Pre-Vibe-Events, dann sind das auch Pre-Vibe-Events. Also Pre-Vibe-ähnliche Events sind Pre-Vibe-Events. Weil der Vibe bestätigt wurde hiermit. Letzter Code ist ein Waffenkoffer. Ja, ich gucke jetzt mal. Jo, hier sind es 1, 2, 3. Jo, ich habe alle 5. Ich habe alle 5. Ehrendröte geht raus. GG. Boah, das war laut. Sorry, Leute. Holy crap. Wir haben alle 5. Hat geklappt. GG's. GG's. Holy Macaroni. Ja, ich hoffe, ihr habt auch so viel wie möglich noch mitbekommen. Also alle 5, wir gucken jetzt rein, Bin ehrlich, war eigentlich nur wegen den Codes im Stream. Ja, wisst ihr, ihr seid. Danke, Slice. Danke, Slice. Ach Quatsch, alles gut, um Gottes Willen. Um Gottes Willen. So, gucken wir mal. Lighthouse 2022 war der erste Code. Let's go. Only the worthy will survive. Was, die Kamera willkommen, Schatzflixwe. Was? Son of a Beach und Shadow Life. None escape their shadow. Willkommen, Zuno Feppe 887. Zuno? Son of a Beach, vielen, vielen Dank. Son of a Beach. Euren Namen immer, ey. So geil. Okay, Sun of the Beach und Shadow, vielen, vielen Dank für die Follows nochmal.
So, das ist jetzt Code Nummer 1. Gucken wir mal rein. Also, das ist... Only the worthy will survive. Willkommen Reifen TV. Reifen TV auch nochmal. Vielen, vielen Dank für den Follow. Dankeschön. Ihr seid unglaublich großzügig mit euren Follows. Vielen, vielen Dank dafür. Wirklich. Endlich wurde mal Zeit, dass es mal Infos dazu gibt. Ja, ne? Jetzt haben sie alles preisgegeben. Receive all. Ich kein Platz. Nee. Das werde ich konnte schon gut wegsortieren. Und Steel baut auch einen Sub raus. Vielen Dank, Steel. The shadows have enlightened me. Willkommen, Stach 3T. Stachel, oder was? Stachel, vielen, vielen Dank für den Follow. Aber eigentlich Stachet. Stachel, danke dir. Und Steel, vielen Dank für den Sub, für den Prime-Sub. Mega geil. Dankeschön. Mega cool. Sehr geiler Podcast. Der war gechillt heute, ne? Auch wenn er wieder typisch Nikita Coach war. War chaotisch, aber war auch ernst. War so total ernst. Also, ich war letzter Podcast, der, was die da an Wodka weggemacht haben, ne? Uff. Da wurde ja flaschenweise Wodka geköpft. Heute ein Tässchen. Noch mal ein Stückchen nachfüllen, ne? Ist ganz dezent heute. Ganz ernst, wenig gelacht heute. Gut. Ja. Kann man so oder so sehen, ne? Aber sie haben sich angepasst. Ich finde das echt gut. Sie haben sozusagen, wie sagt man so schön, Contenance bewahrt. Hätten sie da jetzt mega Party gemacht, hätte es mega Shitstorm gegeben. Ich glaube nicht, dass denen das jetzt Shitstorms und sowas so wichtig ist. Deswegen finde ich es umso cooler, dass sie so ein bisschen, wisst ihr, wie ich meine, zurückhaltend waren, sage ich jetzt mal. Sie waren sehr zurückhaltend heute. Finde ich gut. Und dann auf Beach. Mal. Super geil. Aber der neue Map-Teil ist ja so gut abzucampen. Ich habe mal gehört, Raiking, das ist vielleicht aber auch nur ein Gerücht, dass der Leuchtturm zwei Zugänge haben soll. Ich weiß auch nicht, wie das funktionieren soll mit zwei Zugängen. Aber angeblich soll der zwei Zugänge haben. Vorne einmal der Weg, also der Damm. Und angeblich könnte es hinten noch einen weiteren Zugang geben. Also es kann sein, dass da noch was versteckt ist. Keine Ahnung. Werden wir sehen. Moin, Darius. Was gab es erwähnenswert beim Podcast? Mega krasse Drops. Also wirklich krassesten bis jetzt. Mit Abstand. Vibe zum Lighthouse-Patch, hat er gesagt. Lighthouse-Patch ist fast fertig. Stufe 2 wird kommen. Braucht noch ein bisschen. Wir sollen auf Pre-Vibe-Events warten. Und wenn Pre-Vibe-Events kommen, dann sind das auch Pre-Vibe-Events, hat er gesagt. So ähnlich zumindest. Da hat er viele Waffen gezeigt, viele Inhalte gezeigt, Animationen gezeigt, vieles Tradition gezeigt. Is the corpse Flares, of wisdom. Neue Flares. Willkommen LOLOPA 2. Lolapa. Lolapa. Lolopa. Lolopa 2. Danke sehr für das Follow. Dankeschön. Also war schon viel, muss man sagen. Die haben schon viel rausgehauen heute. Ich werde das gleich nochmal hochladen auf YouTube, wer das mal in der Übersetzung sehen will. War schon viel, aber die Stimmung war sehr gedämpft heute. Aber gut, war... Finde ich gut. 20 Uhr. Mann, als Anfänger hast echt nur Probleme. Nicht nur als Anfänger. Hat jemand ein Madcase und Lucky Scaff Junkbox für mich? Übergabe wird schwierig, 20 Uhr. Dir das zu geben ist schwierig. Aber Lucky Scaffbox kostet ja nur 1 Million. Wenn du ein paar Scaff-Runden machst, sammel dir 1 Million und kauf dir früh eine Lucky Scaffbox. Mein Tipp. Lauf Interchange, PC-Routen ablaufen, hinten Goshan ablaufen und so weiter. Verkauf das Zeug und hol dir dann eine Lucky Scaffbox. Kriegst du ganz früh, Level 1 glaube ich jetzt mittlerweile schon. Das ist wohl das, was am Ende im Hintergrund auf dem Monitor zu sehen war. 5RS 7KL 7415 RT4. Das ist wieder so ein binärer Code. Den muss man dann wieder in dieses Hexadezimal-Code-System eingeben und dann kriegt man da was raus. Follow the wrong master. Willkommen, Costa 091. Costa, auch nochmal vielen Dank für den Follow, Costa. Dankeschön. Costa. Untergrund? Das war der Grund im Hintergrund, ja. Warum waren dieses Mal so zurückhaltend? Ist deine Meinung? Ja, wegen der politischen Situation. Also, muss nicht sein, ja. Aber das wäre natürlich die erste Vermutung, ne? Ja. Für alle eine schwierige Zeit.
Und die sind da mittendrin, weißt du? Ist nicht, da gucken nicht nur wir wahrscheinlich genauer hin, weißt du, wie ich meine? Die waren da in jeder Hinsicht sehr zurückhaltend, denke ich. Da gibt es viele Möglichkeiten für zwei Wege zum Leuchtturm. Ich denke, es gibt möglicherweise noch einen zweiten Weg zum Leuchtturm. Ob das mit dem MSGL-Granatwerfer so funktioniert, war ja damals mit dem Unterlaufgranatwerfer auch schon grenzwertig. Ja, aber er hat gemeint, du kannst ihn nicht kaufen, den Granatwerfer. Du kannst ihn nicht auf dem Flea-Markt bekommen. Die einzige Möglichkeit ist, in Raid zu finden. Und da wird er sehr, sehr selten zu finden sein. Von daher, was ganz, ganz Besonderes. Und jetzt noch ein Code. Du konntest jetzt noch einen Code einlösen. Habt ihr es gehört? Wir haben 26 nach 8. Codes sind immer noch einlösbar. Probiert's noch. Codes gehen immer noch. Krass, okay. Moin, moin nochmal Untouchable Bearded und Kimo. Moin, moin, Leute. Mega geil. Danke, Gysi. Gysi haut nochmal rein. Bester Mann. Code 1, Lighthouse 2022. Code 2, The Goons Are Ready. Code 3, Encircled of to Fight. Code 4, He is gone not for long. Und Code 5, Will There Will Be. Auf der Tarkov-Seite. So, das ist Kiste Nummer 1. Also eine MP7, eine gemoddete MP7. APS-X-Munition und 4 Magazine. Okay. Code Nummer 2, wir zeigen mal die Inhalte gerade. Code Nummer 2 ist The Goons Are Ready. Eine Giselle, Gigi's. Eine AK-74, Zenitko. Zenitko. Sehr geil. 360er Magazine. Und 240 Schuss BS. GG's. Code Nummer 3. Code Nummer 3. Encircled. Encircled to Fight. Yo. Ein schönes G28. Eine CPC Mod 2, 4 Magazine und 120 Schuss M61. GG's. Code Nummer 5. Code Nummer 5. Code Nummer 4. He is gone not for long. Eine Slick. Das ist schon krasser Loot einfach, ne? Muss man schon sagen. Eine Saiga Nerf Gun. Zwei Power Max. Und 120 Schuss AP. Das ist schon cool. Das ist schon cool. Namen Costa. Moin, moin, Costa nochmal. Hey, hatte ich nicht schon mal Hallo gesagt? Ah, nee, du hast einen Follow rausgehauen, Costa, ne? Vielen Dank für den Follow nochmal. Und dann gucken wir uns nochmal die letzte an. Und die habe ich jetzt selber noch nicht gesehen. You follow the wrong master. Willkommen, TOBL1X. Tobi. Moin, Tobi. Grüße dich. Vielen Dank für den Follow. Will there will be. You follow the wrong master. Willkommen C7U5T3R. Cluster, dankeschön, Cluster. Danke euch für die Follows. Also im Hexasystem Atze ist 5RS7 blablabla. The shadows, WT plus 2 Kästchen. Willkommen Shimmy-Changer. Shimmy-Changer, vielen Dank dir auch für den Follow. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank für den Triple-Follow, dankeschön. Atze, erklär nochmal, was ist das, der Code? WT, Klammer auf, plus 2 Kästchen, Klammer zu. Okay, macht nicht so viel Sinn, ne? Nach 90 Spielstunden endlich eine Zahnpasta gefunden. Sonst so GG's. Gönn dir. Ein bisschen Pasta muss sein. Saiga mit Flier. Die Saiga war mit Flier, habe ich gar nicht gesehen. Okay, cool. Codes gehen klar direkt geholt. Gönnt euch noch. Wir lassen die Codes auch aktiviert. Mega geil. Wir haben gesagt 15 Minuten. So, gucken wir uns die Waffenkiste an. Waffenkiste ist leer. SJ6, ETG, SJ1, SJ9, Mule, XTG, Obdolbosch, Morphin, Zagustin, P22 und das HAF-1 haben wir hier. Cool. Sehr, sehr cool. Ich muss mal überlegen, wie ich das alles unterkriege hier. Keine Chance.